Ja, schönen guten Abend, schönen guten Nachmittag, schönen guten Tag, schönen guten Mittag, schönen guten Morgen. 3 zu 1 ist zurück. Wir haben wieder länger gebraucht als eigentlich geplant, aber diesmal kam Privates dazwischen und auch der Weltschmerz. Wir haben teilweise einfach nicht die Stimmung gefunden, um über Dinge zu reden, aber jetzt, ja doch, wenn wir ehrlich sind, war Henny auch 3 Wochen im Urlaub und wir konnten uns einfach nicht treffen. Dafür ist er jetzt wieder bei mir im Studio. Hallo Henny, wie geht's dir an diesem Freitagabend? Hervorragend und ich bin gerne schuld. Du bist gerne schuld. Sagt man nicht, man hat Schuld? Weiß ich nicht. Können wir nachher vielleicht klären. Du gehst nochmal in deine Schämecke und guckst nochmal im Grammatikduden nach. Ich bin halt ein richtiger Deutscher. Oh Gott. Im Hintergrund lacht, nicht zu überhören, aus der Hamburger goldener Sommerstadt. Ich glaube, gerade ist das Wetter bei euch ziemlich geil. Fran, herzliche Grüße. Ja, moin. Das Wetter ist nicht geil. Es ist eklig und das ist es jetzt auch bis Mai, März irgendwie so. Ja, ich habe heute mit jemand aus Hamburg gesprochen und die hat gesagt, bei uns gerade super schön der Park und so, alles gelb und rot. Aber du gehst ja nicht raus. Ich habe vergessen, dass du nicht rausgehst. Stimmt. Ich arbeite draußen. Du arbeitest draußen? Ich dachte, du bist Wissenschaftlerin. Ja, aber ich arbeite doch noch bei Lieferando nebenbei. Aber ich arbeite abends. Das ist schon dunkel und sehe ich halt nicht, wie schön bunt das ist. Ich dachte schon Feldforschung. Aha. Machen wir dann nachher, wenn wir über Humor reden. Aber zu viert heute. 3 und 1. Heute Ace. Schönen Hi. Guten Abend. Hi. Hallo Alex. Mensch, du hattest vor 3 Wochen Corona. Schön, dass du bei uns hier in diesem 8-Quadratmeter-Studio stehst. Danke für die Einladung. Ja, bist du jetzt richtig immun? Kann man von dir ein bisschen Immunität abziehen? Wenn die Daten stimmen für die nächsten 10 Monate. Ja. Das heißt, einen Zungenkuss und ich habe die Impfung. Probably not. Nee. Denn also ich weiß nicht, ob die Antikörper sich über Speichel übertragen. Also die Viren, wenn dann ja, aber. Auch das werden wir dann unabhängig von unseren Hörerinnen und Hörern für uns persönlich erstmal klarziehen. Finde ich gut. Wir haben heute 3 Themen und denke eine ganze Menge Zeit, die wir uns einfach mal nehmen werden. Ich bin gespannt, wo wir landen werden, denn unsere Themen sind echt umfangreich. Nochmal kurz zur Erklärung: dieser Podcast 3 zu 1, der hat sich ja im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt. Wir werden das so angehen, dass jede von uns ein Thema vorbereitet. Die anderen werden gegebenenfalls auch Kompetenz mit hineintragen in eine Diskussion oder eben vielleicht nur ihre Gefühlswelt. Je wichtiger das Thema, desto bessere Vorbereitung, denke ich. Sowas wie Humor, das kriegt ja jeder auf der halben Arschbacke. Beispielsweise Henny hat gar keinen Humor, da ist dann seine Meldung relativ schnell vorbei. Aber so wie Hennys Programm, was er vorbereitet hat, ich denke, da müssen wir und haben wir ja auch ein bisschen Vorbereitung investieren. Henny, du hast heute die tolle... Warte, bevor du was sagst. Die Scheißaufgabe gehabt. Ja, bitte? Ich habe ja 2 Aufgaben. Du hast die eine komplett vergessen. Die guten News, ja. Richtig. Du hast ja auch jedes Mal seit letzter Episode gute Nachrichten. Das ist voll dabei. Tradition. Ja, voll Tradition. Hey, wir haben in Leipzig seit 2009 den wichtigsten Fußballverein. Auch, also Tradition wird hier in Leipzig ja generell groß geschrieben. Ist so. Ja. Wenn man mal überlegt, diese Stadt, ja, Frage, klar, bei euch hier oben, Handel, gut und schön, die Beatles kamen vorbei, herzlichen Glückwunsch. Hier ist der eiserne Vorhang gefallen. Ja, hier haben wir der Welt gezeigt, dass man friedlich Revolution starten kann. Wollte ich schon. Wir waren die Ersten, die das hier gemacht haben, right? Wir beide. Du und ich. Wir sind gelaufen mit 7. Ja. Also, ich habe das auch gemacht in Tabatz damals. Fun Fact, ich war tatsächlich mit meiner Mutter auf einer Montagsdemo. Aber nicht in Leipzig. Natürlich. Ich bin ja gebürtiger Leipziger. Ach stimmt. Ach geil, du warst tatsächlich draußen. Ich war tatsächlich draußen, als Montagsdemo war. Ja, krass. Ja. Nicht schlecht. Dass man in einem totalitären Regime tatsächlich demonstrieren konnte und hier im Ring laufen konnte, das schon. Es waren halt zu viele. Also wären das irgendwie nur 500 gewesen, die hätten die platt geknüppelt. Aber es waren halt schon ein paar mehr. Wie viele waren auf dem Roten Platz oder wo gab es diesen schlimmen Studentenaufstand, der niedergeknüppelt wurde in China? Das war noch sicherlich das auch nicht nur. Tiananmen-Platz. Ja, das waren doch nicht auch nicht nur. Du, ein paar. Die sind aber mit Panzer gekommen. Also hätte hier auch passieren können. Die Panzer waren hier. Also das hätte passieren können. Das war nochmal eine andere Größenordnung an Menschenverachtung, die da gezeigt wurde. Kann sein. Wissen wir nicht. Oder muss Fragen wieder tief durchatmen. Also, war das schon Humor oder ist das noch Inkompetenz, ist die Frage. Der Mensch, der für dieses berühmte Foto verantwortlich ist, dieses Stehen vor dem Panzer, der mit seinen Einkaufstüten wedelt. Ja. Also was aus dem geworden ist, weiß niemand. Man weiß, wer das war, aber also der war danach halt weg. Das ist kein gutes Zeichen in China. Das ist
Ja. Ich glaube, ein ziemlich... Oder ein sehr gutes Zeichen halt. Wenn niemand weiß, wo er ist, dann... Aber wir driften ein bisschen ab. Right. Gute Nachrichten wird es geben. Ich fange mit einer an. Fängst du mit einer guten Nachricht an? Bevor wir jetzt hier in die schlimme Welt einsteigen, fangen wir mit einer guten Nachricht an, die nämlich zum nächsten Thema passt. Bitte, ja. Wir gucken nach Polen. Ja? In Polen waren vor ein paar Wochen Parlamentswahlen. Mhm. Und die PiS-Partei ist zwar immer noch stärkste Fraktion, aber hat keine Mehrheit mehr. Das heißt, alle anderen Parteien werden zusammen wahrscheinlich eine Opposition bilden und diesen rechten Mob da rausjagen, hoffentlich auch die Verfassungsänderungen ändern, was sie mit dem Verfassungsgericht gemacht haben, was sie mit den staatlichen Medien gemacht haben, die haben auch so eine Art öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der an einem Tag gekündigt wurde, um am nächsten Tag gleich einzustellen. Die gleichen Journalisten haben eine Frage, bist du loyal? Also wie man das halt so in guten faschistischen Regierungen halt so macht. Die sind weg, also ein gutes Zeichen, auch wenn mal Idioten und Faschisten an die Macht kommen, wir kriegen sie auch wieder los durch Wahlen, solange wir noch die Wahlen haben. Und jetzt sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, die ganzen anderen polnischen Parteien zusammenarbeiten? Ja. Ist das nicht wiederum schlecht für alle, weil keiner sein Profil schärfen kann und alle, die gegen die Regierung sind, dann tatsächlich halt nur die PiS zur Auswahl haben? Ja, aber wenn es darum geht, dass man die Faschisten loszuwerden, ist, glaube ich, erstmal jedes Mittel recht. Hm. Ja, apropos. Und es ist doch eigentlich gut, dass Demokraten zusammenfinden, von Sozialdemokraten, Konservative zu Öko-Leuten, die sich denken, wir haben nicht so viele Gemeinsamkeiten, aber die größte Gemeinsamkeit ist, wir haben keinen Bock auf Faschisten, lass das mal zusammen machen. Das war echt gut. Und man kann auch erstmal wieder Bürgerrechte für alle BürgerInnen einführen. So demokratiemäßig, voll geil. Und einfach ein geiles Beispiel in Richtung Ungarn, in Richtung Deutschland, in Großbritannien, weiß ich jetzt nicht, ja, würde ich jetzt auch sogar sagen, auch in Richtung Frankreich, selbst wenn da die Marie Le Pen irgendwann mal gewählt wird, wann wird's wieder los? Mhm. Wir brauchen keinen Krieg dafür. Solange noch Wahlen da sind. Ja, sehr gute Nachricht. Ja. Auch jetzt, wir werden aus gegebenem Anlass jetzt gleich in diese Richtung nach Deutschland schauen. Als Fran gerade eben gegendert hat, ich muss euch was sagen. Ich habe vor wenigen Tagen erfahren, dass von meinem älteren Sohn eine Kindergartenfreundin, die ich immer ziemlich cool fand, weil und immer noch finde, die ist mittlerweile halt seit ein paar Wochen eingeschult worden, deswegen sehe ich sie nicht mehr, dass die eigentlich ein Junge ist. Die Eltern waren irgendwie mit 3 bei ihr wohl sehr offen und haben das, ja, die Verwandlung in ein Mädchen, vor allen Dingen jetzt erstmal mit den Klamotten und dem Namen, wohl unterstützt. Und dann kam erst mein Sohn in die Kita, der ist noch nicht so lange da, ich habe sie quasi nur als Mädchen kennengelernt. Für mich war das einfach dieses Mädchen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Grund zu gendern, wenn es um zumindest irgendwie Kinder in Leipzig geht, weil ich wenigstens eine Person persönlich kenne, die das betrifft. Wollte ich nochmal kurz loswerden. Ja, aber gendern ist ja nicht nur für Trans-Personen, sondern das ist ja für alle. Ja. Ja. Also der Doppelpunkt steht ja für der Doppelpunkt oder das Sternchen und so, steht ja für die Leute, die irgendwo dazwischen sind, zwischen dem binär Gedachten, was ja nicht existiert. Und ansonsten ist es ja einfach für alle, die sonst immer nur mitgedacht waren. Also wenn ich sagen würde, Kinderinnen und Kinder ist Quatsch, aber... Nee, Kinder. also Arbeiterinnen und Arbeiter, dann... Habe ich aber vergessen, alle mitzunehmen. Deswegen sage ich ArbeiterInnen. Ganz genau, dann hast du alle mitgenommen. Ja. Das ist ja auch sogar kürzer, das ist ja sogar einfacher. Aber das macht jetzt wieder, dieses Thema Gendern, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Es wird nicht jung. Am coolsten wäre es, wenn alle es so handhaben könnten, wie sie es wollen. Weil über kurz oder lang wird sich, glaube ich, hoffentlich, wenn die Demokratie dahingehend passt, ein Zeitgeist durchsetzen, der das eher befördert als verhindert. Ja. Wollen wir zu dem Thema kommen, der irgendwie oder dieses Thema liegt der ganzen Diskussion zugrunde. Und zwar ist das, was Henny vorbereitet hat heute, die Beschäftigung mit eigentlich dem größten Problem in unseren, ich glaube in meinen Augen zumindest, was jetzt hier politisch in Deutschland stattfindet. Und zwar dieser nach oben Gespülerei einer Partei, die in unseren Augen höchst problematisch ist, die AfD, der Umgang mit der AfD, der funktioniert irgendwie nicht, weder in der Öffentlichkeit noch im Parlament. Die schaffen es ja trotzdem,
ihre Leute zu erreichen. Und wir haben uns überlegt, da ja da draußen mittlerweile 2,5 Millionen Leute zuhören bei unserem Podcast und wir ein riesengroßes Schwungrad hier in Bewegung setzen können, einen anderen Ansatz zu wählen. Was steht da eigentlich genau drin in diesem AfD-Grundsatzprogramm? Henny, du hattest die große Ehre, dich heute mit dem ersten Punkt zu beschäftigen. Und zwar, was ist das für eine Überschrift gewesen? Ich muss das mal sagen, ich habe auf das Thema wirklich so gar keinen Bock. So rein mental. Überraschung. Aber inhaltlich. So. Und ich muss widersprechen, es ist nicht das größte politische Problem, was wir in Deutschland haben. Sag. Ah nee, das ist eine andere Diskussion, dann sind wir morgen nicht fertig. Sag's einfach kurz. Dein Auge. Nein. Klimawandel, so, das okay. Ist natürlich so, klar. Ja, okay, okay, ja, okay. Klimawandel ist jetzt für mich nicht nur ein politisches Problem. Nee, das ist ein Problem. Ja, aber es ist eins. Also, ja, so, ja, ist egal. Problem, ist egal. Absage, Probleme. Ich würde fast behaupten, dass die AfD eigentlich mehr ein Symptom ist, das zum Problem wird, als ein Problem. Also, you get the idea. Was war's? Okay. Ich fange jetzt einfach an. Macht es aus. Ja? Ich fange mit dem einen der Top 5 lustigsten Sachen an, mit der Überschrift. Der Überschrift vom Grundsatzprogramm. Also das ist das Grundsatzprogramm. Das ist das Grundsatzprogramm zu finden auf der Webseite. Ah, ja. Ace hat mich auf die Idee gebracht, mit der Überschrift anzufangen, gerade eben im Vorgespräch. Ace, wie ist die Überschrift? Deutschland, aber normal. Yes, endlich ist alles normal. Schnitzel bei 380 auf der Autobahn fahren. Entschuldigung, und Fahrradfahrer Zigeunerschnitzel. Zigeunerschnitzel. Ich möchte. Es ist. Und nicht mit Frauen reden oder Frauen, tschüss, du bist raus. So. Okay, das war's schon, oder? Wir haben gerade alles zusammengefasst. Können wir zu Humor gehen? Aber es gibt ja tatsächlich die Sehnsucht, dass die Leute sich zurückwünschen, was früher war, weil es ihnen zu schnell gegangen ist. Natürlich. In den letzten Jahren irgendwie. Selbstverständlich, ja. Ja. Also, okay. Welche Leute? Ja, welche Leute? Halt. Ja, wir machen das, wir kommen gleich zu Humor, da können wir über die Leute schimpfen. Gut, wir fangen an. Was steht denn jetzt drin in dem Programm? Also, wir fangen mit Kapitel 1 an. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Demokratie und Grundwerte. Nur zur Beruhigung da draußen. Wir werden jetzt nicht das komplette AfD-Programm durchnehmen, sondern wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl und werden uns in jeder Episode von 3:1 einem Punkt widmen. Heute der erste Punkt. Genau, solange wir das können. Also das ist einfach auch mentale Arbeit. Das erste Kapitel ist so beschrieben mit Demokratie und Grundwerte. Ich habe bei der Überschrift ehrlich gesagt überlegt, scheiße, ich werde ziemlich viele Punkte finden, wo ich zustimme. Weil die natürlich populistische Sachen bringen und dann so, oh nein, und dann muss ich sagen, dass ich irgendwie das gut finde, aber es ist einfach nicht so. Sie schreiben selbst in so einem einfachen Kapitel so viel Schrott rein, dass das eigentlich voll gut ist. Also, fangen wir an. Die Frage ist, soll ich nach jedem dritten Wort einfach kurz, nee, wir fangen jetzt an. Also, ich lese so vor. Als freie Bürger treten wir ein für direkte Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit sowie soziale Marktwirtschaft, Föderalismus, Familienförderung und die gelebten Traditionen deutscher Kultur. Ich mach weiter. Ja. Also, wir könnten jetzt schon 2 Stunden reden, aber in der Nachfolge. Liest du jetzt alles vor eigentlich? Ich lese jetzt den, ja. Aber Die Kurzfassung oder das lange? Ja, die Kurzfassung. Die Kurzfassung. Okay, weil die lange Fassung des PDF sind 7 Seiten. Ja, ja, nee, nee. Von nee. Punkt 1. Ja, genau, nee, die Kurzfassung. Wie lange dauert die? 5 Minuten. Eine Seite. Aber wir machen das nacheinander. Also wir machen jetzt quasi Absatz für Absatz. In der Nachfolge der beiden Revolutionen von 1948, also die 1848, also die Novemberrevolution und 1989 die zweite Novemberrevolution, artikulieren wir mit unserem bürgerlichen Protest den Willen, die nationale Einheit in Freiheit zu verenden und ein Europa zu schaffen, dessen souveräne demokratische Staaten einander in Frieden, Selbstbestimmung und guter Nachbarschaft verbunden sind. Also, es klingt erstmal super. Ja. Also, das dritte Wort ist Bürger, das heißt, vorhin ist schon mal nicht gemeint. Genau, also dann soziale Marktwirtschaft, ich kann diesen Begriff nicht mehr hören, er ist nicht definiert, das ist einfach der deutsche Begriff für Kapitalismus, funktioniert nicht, Klimawandel, das muss man sich eingehen, Föderalismus, ist auch schwierig, Familienförderung, ich weiß, jetzt kriege ich natürlich beides da rein, aber wir wissen alle vermutlich, was mit Familie gemeint ist, nämlich Mann, Frau, Kinder. Nicht irgendwie Patchwork, nicht Frau, 3 Kinder von 5 verschiedenen Männern, sondern dieses klassische Familienbild. Das deutest du jetzt aber gerade, ne? Das deute ich, natürlich.
Und was ist denn die gelebten Traditionen deutscher Kultur? Ja, Maibaum, Saufen, Fleisch, Bier, Saufen, Fußball. Fleisch. Fußball. Fußball, Autobahn. Goethe. Weltkriege. Weltkriege anfangen, auf jeden Fall. Antisemitismus. Kommt, Leute. Goethe. Nein, wir haben auch noch Schopenhauer. Stimmt. Und wir haben Karl Marx. Ja, also zur Kultur gehört ja bei uns auch Firmen. Große, weltweit agierende Player. Achso, du redest von VW, die uns mit dem Dieselskandal verarschen. Du redest von der Solarindustrie, die durch 16 Jahre Merkel deutsche Kultur kaputt gemacht worden ist. Von welchen deutschen großen Firmen redest du? Von Krupp, von Siemens, von Bosch. Mhm. Rheinmetall. Richtig. Ja. Rheinmetall. Okay. Dass die alle ihre, ja, aber ich sage ja auch völlig wertfrei bloß, dass es zur deutschen Kultur gehört. Und es ist halt nicht nur die unterste Kategorie ist. Mann, so schlecht ist unsere Kultur. Ist wir nicht. Haben beispielsweise, wir sind die führende Nation in Sachen elektronischer Musik. Das kann ich also einschätzen. Seit Jahrzehnten. Also Deutschland ist der Geburtsort elektronischer Musik. Deutschland ist der Geburtsort. Oder also ja, Vorsicht. Der Geburtsort von elektronischer Musik. Schwierig. Aber es liegt okay. Auf jeden Fall eine ganze Menge in der Luft seit 30 Jahren hier, vor allen Dingen in Berlin. Ich sag nicht, dass die Kultur in Deutschland schlecht ist. Das glaube ich nicht. Ne? Also es gibt, glaube ich, einfach viele gute Sachen, aber darauf so abzuzielen, mit dem, was wir auch an negativen Sachen haben, ich weiß nicht, ich kann mich mit diesem Begriff einfach nicht. Na, das Problem ist halt deutsche Kultur, Henny. Das Problem ist in meinen Augen bei dieser Formulierung die deutsche Kultur, weil ein Döner gehört jetzt nicht dazu und der bereichert unser Leben. Und irgendwie jedes Gewürz und alles ist eher besser als schlechter und bereichernder als irgendwie uns schlechter und Ace? Meine Kritik würde sich hier in erster Linie daran orientieren, dass Kultur halt zwar durchaus ein Begriff ist, den man definieren kann, aber die Inhalte dessen, was hier gemeint ist, sind halt nicht vorgegeben. Also was ist denn eigentlich die gelebte Tradition deutscher Kultur? Was meinen die denn eigentlich damit? Das ist halt für mich eine Floskel. Das soll irgendwie so klingen wie wir, die starken, tollen Deutschen, und soll halt so ein bisschen an den Heartstrings ziehen. Also es soll halt vereinen unter einer Flagge. Keine Ahnung. Aber was genau hier gemeint ist, ich verstehe es nicht. Verein ist ein gutes Stichwort. Im letzten Satz ist die nationale Einheit in Freiheit zu verenden. Was ist denn bitteschön die nationale Einheit? Wen sollen wir denn jetzt noch dazu holen? Böhmen? Oder Ostpreußen? Oder Elsass? Oder vielleicht verloren gegangene Generationen fragen? Ich wollte noch was zu der deutschen Kultur sagen. Das ist halt mit Absicht ein schwammiger Begriff, weil sich darunter jeder das vorstellen kann und jede, was er oder sie gerne hätte. Und deswegen haben sie diesen Begriff gewählt. Dann kann sich jeder denken, oh ja, meine deutsche Kultur ist, keine Ahnung, Dschungelcamp und Prosecco. Und der Nächste denkt sich, meine deutsche Kultur ist Goethe. Also deswegen ist der Begriff so gewählt. Okay. Also ihr seht schon, die Idee, das Programm zu lesen, wird ziemlich lange. Wir machen einfach mal direkt weiter. Mhm. Parteienfinanzierung dem Verfassungsrecht anpassen. Die verdeckte Parteienfinanzierung, zum Beispiel durch Stiftungen, ist gänzlich aus dem Ruder gelaufen und macht mittlerweile jährlich etwa 600 Millionen Euro aus. Das entspricht dem Vierfachen der eigentlichen verfassungsgerichtlichen, aus gutem Grund beschränkten Parteienfinanzierung. Die AfD will daher, dass die gesamte staatliche Parteienfinanzierung auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt und begrenzt wird. Das liest sich erstmal gut. Also wir haben verschiedene Säulen der Parteienfinanzierung. Neben Spenden gibt es natürlich einfach die Parteienfinanzierung auf Basis der letzten Wahlergebnisse. Die macht ungefähr 200 Millionen aus im Jahr. Das Stiftungsbudget, das ist auch aus dem öffentlichen Haushalt, also aus Steuermitteln finanziert, macht 148 Millionen aus. Und jetzt kommt der Funfact:
Es gibt für die, also es gibt für die großen Parteien jeweils eine Stiftung, die die Partei anerkannt hat als ihre parteinahe Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, ich kenne die ganzen Namen, Friedrich-Ebert-Stiftung. Bei der AfD gibt es zwei und die haben sich noch nicht drauf geeinigt. Es gibt die Desiderius-Erasmus-Stiftung mit unserer guten Freundin Erika Steinbach im Vorstand und die Gustav-Stresemann-Stiftung. Und die AfD hat sich bisher noch nicht committed und bekommt deswegen noch kein Geld. Das heißt, bei denen geht quasi der Topf vorbei. Moment mal. Ach so, ja, dann, ach so, weil wir uns nicht einigen können. Okay. Ich will nicht trapsen, oder was? So. Also, und auch ganz generell gesagt, ich finde das Modell mit Steuergeld für Parteienfinanzierung tausendmal besser als diese Parteienfinanzierung nur auf Spenden basiert, wie in der USA mit den, jetzt fällt mir gerade der Name nicht Packs. Ein, mit den PACs und mit den Super-PACs, also wo Personen spenden können, dann gibt es aber Super-PACs, die den Kandidaten nicht direkt unterstützen können, aber Millionen von Dollar einsammeln können. Das ist noch viel intransparenter und noch viel demokratieschädlicher, als einfach Steuergeld zu nehmen. Ich habe aber keine Ahnung, unsere Hörer, schreibt das dann in die Kommentare, wie das in Frankreich und so läuft. Oder in Polen. Ich weiß es nicht. Hörerinnen dürfen nicht, oder was? Ah, Entschuldigung. My bad. Hast du viel AfD-Programm gelesen? Ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Ja, und ich muss mal ein Bier trinken, weil das kriegt man nur mit viel Alkohol hin. So. Deutsche Leitkultur. Ja. Hendrik Stiefel setzt Deutsche an. Deutsche Leitkultur. 0,5. Aber wir haben auch guten Leipziger. Pfeffi. Das ist kein... Ja, gut. Wir machen weiter. Ja, bitte. Jetzt kommt der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, darüber könnte ich diskutieren. Darüber würde ich offen diskutieren. Freie Listenwahl und freies Mandat. Die AfD strebt eine Neugestaltung des Wahlsystems an, die dem Wähler die Entscheidung über die personelle Zusammensetzung der Parlamente zurückgeben und das freie Mandat der Abgeordneten stärken soll. Wir treten für die freie Listenwahl bei Landtags- und Bundestagswahlen ein, die unter anderem die Stimmverteilung auf mehrere Kandidaten oder das Streichen einzelner Kandidaten ermöglicht. Ihr habt bestimmt in 2 Sekunden alle aufgepasst, panaschieren und kumulieren. Das heißt, ich kann auch Listenkandidat 17 3 Stimmen geben und wenn der genug Stimmen hat, ist er quasi auf einmal Listenkandidat Nummer 1 und kommt, obwohl er eigentlich auf dem aussichtslosen Platz ist, trotzdem in den Bundestag oder den Landtag rein. Den Punkt finde ich gut. Den Punkt finde ich auf jeden Fall gut. Das Thema freies Mandat. Das sagt man immer so schön, Grundgesetz, dass irgendwie die Abgeordneten sind nur ihrem Wahlkreis? Nein, warte. Das ist diese Trennung von Amt und Mandat. Genau, also die Vertreter des Volkes sind gleichzeitig Beamte sein sollen. Die Vertreter des Volkes sind nicht an Aufträge und Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Das ist eine schöne Idee. Wenn du aber Fraktionen hast, musst du trotzdem die Fraktionen ja irgendwie gestalten. So, du kannst ja nicht in eine Koalition gehen oder auch als Opposition die Fraktion als einzelne Abgeordnete begreifen, sondern die müssen schon eine Art von Gemeinschaft nach außen repräsentieren. Was wollen die? Dass sobald du ein Minister bist. Das ist ein anderes Thema, das steht in dem langen Thema drin. Das ist hier geht es darum, das freie Mandat zu stärken. Du hast ja immer das Thema, dass es quasi Fraktionsorder gibt. So, wir stimmen jetzt hier alle Ja oder Nein für das und das Gesetz. Mhm. Und Abweichler haben immer das Problem, dass sie vielleicht bei der nächsten Listenaufstellung nicht wieder auf den vorderen Platz kommen und vielleicht einfach ihr Mandat verlieren. Da gibt es aber genug Beispiele, wo es nicht so ist. So Ströbele, der zum Beispiel gegen die ganzen Kriegseinsätze gewotet hat, bei denen die Grünen trotzdem zugestimmt haben, als sie mit an der Macht waren. Mhm. Der ist immer noch da, oder war immer noch da. Also ja, brauchst ein bisschen Namen dafür. Das ist ein strittiges Thema. Da muss man, glaube ich, einfach mal länger diskutieren. Da würde ich auch reingehen, aber so ganz zu sagen, du kannst es ohne Fraktionen nicht mehr machen, das glaube ich nicht. Weil das sind 600 Leute in deinem Bundestag, plus minus. Du musst das in Gruppen organisieren, die auch eine gewisse Kultur und Leitlinien zusammen verstehen und dementsprechend auch abstimmen. Zustimmung. Okay, und jetzt kommt hier so ein Populismus-Ding. Ich habe echt keinen Bock, das vorzulesen. Ich mache es trotzdem. Einführung des Straftatbestandes der Steuerverschwendung.
Während Steuerhinterziehung auch bei vergleichsweise kleinen Beträgen in Deutschland verfolgt und bestraft wird, bleibt die ebenso das Gemeinwohl schädigende Steuerverschwendung straffrei. Die AfD will daher einen neuen Straftatbestand der Haushaltsuntreue einführen. Ja, das ist aber, also für mich ist, es gibt genug Gesetze. Was soll das überhaupt sein? Du brauchst ein Museum, das bezahlst du mit Steuergeldern, aber das wird, weil es ja sowieso ein ewig großes Portemonnaie gibt vom Staat, wird eben doppelt so teuer und keiner juckt's bisher. Ja, aber vielleicht können wir einfach sowas wie Cum-Ex und Cum-Cum und aufklären, also mit vorhandenen Gesetzen und einfach die wirklichen großen Steuerschlupflöcher auch der des Kapitals und auch zum Beispiel von Amazon und Co. einfach schließen und diese Metadiskussion mit die Eliten da oben nehmen sich eh immer alles, ja. So das einfach wegnehmen. So, das finde ich einfach komisch, ehrlich gesagt. Das finde ich auch, diesen Grundtenor, also auch in der langen Variante, ziemlich problematisch. Das geht direkt mal los mit einer Verschwörungserzählung, dass die Eliten da oben, das gleich am Anfang machen sie das Thema auf und das verfängt in natürlich. In der Präambel. Ja. Ja. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Das ist die ganze Zeit so, wir sind der kleine Mann, ich sag's jetzt direkt extra so, wir sind der kleine Mann gegen das böse, große System da oben, irgendwelche Machteliten, die uns fertig machen wollen. Ja, und die kommen trotzdem aus den Altparteien. Also Gauland ist ja kein Unbeleckter. Also das ist ja die, wenn die Eliten so sind, dann gehören die ja genauso dazu. So. Ja, natürlich. Okay, ich darf hier keine Volksverhetzung und so. Das. Okay, kommen wir zum letzten Kapitel und damit auch zur Überleitung zum zweiten Thema. Aber du würdest sagen, um das nochmal kurz, Fran, sorry. Die Direktwahl zum Bundespräsidenten durch das Volk hast du noch vergessen? Das, bevor wir zu dem anderen Thema kommen. Oh, ich hab's überscrollt. Du hast recht. Ja. Und ich würde gerne nochmal kurz Bezug nehmen, um darunter einen Strich zu ziehen. Du sagst also klar, wir sollten die Steuerschlupflöcher schließen. Und diese Diskussion von wegen neuer Strafbestand, Steuerverschwendung einfach sein lassen. Das heißt, du bist gegen diesen neuen Strafbestand, Steuerverschwendung. Ich bin dagegen und ich erkläre ihn in einer halben Stunde, wenn wir das Thema direkte Demokratie haben. Okay. Das macht jetzt noch keinen Sinn, wenn ich das so sage, aber es wird dann in einer halben Stunde einen Sinn ergeben, okay. Hoffe ich. Gut. Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk. Da kann ich jetzt schon mal aufhören. Um die Wahl des Bundespräsidenten transparenter, unabhängiger und was wir hier für eine Diskussion geführt haben, eine halbe Stunde vor Aufnahme des Podcasts. Was ist eigentlich das Volk? Also da waren schon, ihr beide Fran und Ace, wart ihr noch nicht in diesem Studio? Da ging es schon los hier. Was soll das eigentlich sein, das Volk? Wir hatten das Thema jetzt trotzdem noch mal kurz, bevor es losging, ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Schreibt in die Kommis, wer ist für euch das Volk? Natürlich der Dönermann. Aber okay. Ich fange nochmal an. Bitte. Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk. Um die Wahl des Bundespräsidenten transparenter und unabhängiger von Parteien durchführen zu können, wollen wir den Bundespräsidenten direkt durch das Volk wählen lassen. Das ist natürlich einfach auch der absolute abgefuckte Populismus. Hat man schon mal Weimarer Republik, hat mit Hindenburg nicht so gut geklappt. Das Problem ist, der direkt gewählte Bundespräsident, der wird ja dann einfach mehr Macht haben. Du hast jetzt eine Bundesregierung, die durch das Parlament gewählt wird und dann durch den Bundespräsidenten ernannt wird, die auch durch Misstrauensvotum abgesetzt werden kann. Das heißt, du brauchst eigentlich nur 600 Leute überzeugen, also ich glaube 3/4 Mehrheit, und dann kannst du die absetzen. Wie willst du denn den mit einer größeren Machtfülle gewählten Bundespräsidenten, wenn er direkt gewählt ist, abwählen? Geht nicht. Mein Vorschlag wäre, also ich sehe auch die Rolle des Bundespräsidenten kritisch. Entweder dieser Grüß August verschwindet aus unserer Verfassung. So, er ist ja formal gesehen das Staatsoberhaupt. Ne? Und dann, er hat ein paar repräsentative Funktionen, er vergibt Orden, empfängt irgendwelche Leute. Fährt irgendwo hin, schüttelt Hände, deswegen Grüß August. Eigentlich mehr so wie die Queen irgendwie. Genau, aber er hat auch eine Funktion. Und zwar unterschreibt er jedes Gesetz. Und ich hätte eigentlich gerne, dass dieser Mensch nicht nur das unterschreibt, sondern so eine Art juristische Vorprüfung macht. Das macht er nämlich gerade nicht. Und wenn ein Gesetz ganz klar in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht gekippt wird, wo jeder klar ist, also auch der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag sagt, das wird hier scheitern, dass er dann sagt, unterschreibe ich nicht. Hier zurück, geht nochmal an die Werkbank, genau, so.
Und was ich auch komisch finde, diese Bundespräsidenten nach Weimarer Verfassungsvorbild, die hatten ja die Möglichkeit, quasi in Notstandssituationen so mit der Ersatzgesetzgeber zu werden. Das heißt, die konnten das Parlament komplett ausschalten und alleine regieren. Die AfD waren die lautesten, die geschrien haben, in einer Notstandssituation wie die erste Corona-Welle, als die Bundesregierung, nicht mal die ganze Regierung, sondern nur 3-4 Ministerien Verordnung erlassen haben. Das ist aber ziemlich genau das, was da am Ende ja rauskommen wird, dass du halt jemanden hast, der diese Machtfülle hat. Und wenn er sie nicht hat, dann haben wir einen Bundespräsidenten, der vom Volk gewählt wurde, mit nichts an Macht. Das ist doch kein gutes Signal. Genau. Und also es ist einfach für mich eine antidemokratische Idee, das in unserem repräsentativen Parteiensystem und Wahlsystem zu machen. Es ist purer, absoluter Kackpopulismus. Tschüss. Weg damit. Und es zeigt natürlich, also es gibt ja immer die Idee, der Bundespräsident ist überparteilich. Was ist das für ein Quatsch, Mann? Also ist er nicht. Daran würde ich gerne überlegen. Muss das immer einer von der SPD oder von der CDU sein? Das ist immer so ein, ach, den wollen wir eigentlich nicht mehr im aktiven Geschehen haben. Komm, setz dir mal da ins Schloss Bellevue rein. Muss es überhaupt ein Politiker sein? Nee, auf keinen Fall. Nein. Nein. Keiner. Wer soll denn sonst sein? Irgendwer. Es kann sich doch jeder einfach zum Bundespräsidenten. Ja, aber auch nicht Gauck. Lassen. Genau, einfach Bushido. Ja, ich wollte gerade sagen, Smudo oder der, ja. der Chef von Rheinmetall. Der nicht. aber Smudo bin ich am Start. Viel schlimmer als die ganzen anderen. Kasper kann das nicht machen. Okay. Haben wir da Einigkeit? Ja, also Smudo wäre ich jetzt nicht dabei. Aber ja, ansonsten. Nee, muss ich auch nicht haben. Ja, ansonsten gebe ich dir recht. Aber ich weiß nicht, die anderen nicken oder blicken. Es guckt doch finster. Ja. Es guckt finster. Ich gucke immer finster. Gedanken zu dem? Nein. Hast du auch finstere Gedanken zu dem Thema? Um Himmels Willen, ich doch nicht. Okay. Also. Kommen wir zum letzten Subkapitel. Mega dramatisch, was geht's denn jetzt? Ich überlege gerade, ob ich das eine gute Nachricht einschiebe. Eine gute Nachricht wäre jetzt mal ganz gut, glaube ich. Wie viel hast du insgesamt? Ich habe 3. Nee, dann noch nicht. Noch nicht? Nee. Aber ich brauche gerade eine. Wer braucht eine? Ich brauche eine, wir machen das demokratisch. Ich brauche den guten Stoff. Wir machen das demokratisch, okay, ich bin alleine. Also hier, die direkte Demokratie, ich habe verloren, Entschuldigung. Kommen wir zum nächsten Thema, direkte Demokratie. Direkte Demokratie? Nein, das letzte Kapitel ist natürlich Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Die AfD setzt sich dafür ein, Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer Vorbild auch in Deutschland einzuführen. Ihr kennt alle das Schweizer Vorbild zum Thema direkten Demokratie. Mhm. Wenn nein, habe ich das natürlich kurz vorbereitet. Ja, bitte, unsere Hörerinnen und Hörer kennen es vielleicht nicht. Sehr gut. Liebe Hörerinnen, es gibt 4 Arten von Referenten. Das eine ist quasi das normale Referendum, das ist auf Gemeindeebene. Und dann gibt es die Volksinitiative, das heißt, das Volk hat von sich aus eine Idee und möchte das gerne im Parlament behandelt haben, bringt quasi diese Idee ein, hat dann 18 Monate Zeit, 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und wenn das geschafft ist, muss sich das Parlament mit dieser Idee befassen. 100.000? 100.000. Hätte ich natürlich die Bevölkerungszahl mitbringen können, aber ihr habt alle Wikipedia. Und dann gibt es das Referendum, und zwar das ist ein Pflichtreferendum, wenn die Verfassungsorgane eine Änderung an der Schweizer Verfassung durchführen wollen, dann oder zu Organisationen beitreten, EU-Beitritt, NATO-Beitritt, whatever, dann muss das quasi zwingend durchgeführt werden. Und dann gibt es noch ein fakultatives Referendum, das ist vom Volk initiiert, das heißt, wenn es einen Gesetzesvorschlag im Parlament gibt, also eine Partei schlägt was vor, diskutiert, und es gibt Gruppen in der Bevölkerung, die sich denken, findet man nicht gut, gibt es quasi ein fakultatives Referendum, was dann initiiert werden kann. Und dann gibt es 100 Tage Zeit, um auch ein gewisses Quorum zu erreichen, um quasi diese Gesetzesinitiative noch zu stoppen, bevor es eingesetzt wird. Was ja wiederum auf die Medien und deren Arbeit irgendwie dann auch eine Verpflichtung ist, ne? Also die beiden Großen ist natürlich viel
also eigentlich alle, also das ist Quatsch, die beiden Großen, alle diese Maßnahmen brauchen viel Aufklärungsarbeit. Du musst eine moderierte Pro- und Contra-Diskussion haben im öffentlichen Raum. Das machen die auch. Also das ist auch quasi staatlich nicht moderiert, aber finanziert. Aber da gibt es trotzdem genug halt Leute, die mehr Geld haben und da was machen können. Und die Referenten 1 und 3, also auf Gemeindeebene und dann auch auf nationaler Ebene, die haben, so habe ich es verstanden gerade, die ziehen erst dann, wenn es quasi eine Beschlussvorlage gibt, also wenn das Gesetz kurz vorm Abschluss ist, und dann können dann nochmal die Leute, oder wo ist jetzt der Unterschied zum vierten, wo es ja quasi nur erstmal in der Diskussion ist und... Das vierte, nee, das dritte ist... Wir treten der EU bei. Genau, also die Schweiz will gerne der EU beitreten. Genau, was heißt denn will? Das Parlament sagt, wir machen jetzt einen Beitritt zu einer EU oder wir wollen die Verfassung ändern, dann muss das Volk gefragt werden. Genau, so wie auf Gemeindeebene beim ersten. Das heißt, genau. Die sind sich quasi schon einig und jetzt... Genau, muss das Volk gefragt werden, und beim vierten ist es quasi ein normales Gesetz, also keine Ahnung, Steuergesetzgebung wird angepasst, und dann kannst du quasi das fakultative Referendum starten, um dieses Gesetzevorhaben, Initiative noch zu stoppen, bevor es im Parlament beschlossen wird. Check, okay. Mhm. Danke. Finde ich gut. Klingt also, jetzt auch erstmal... Ja, das ist nicht, was ich unter direkter Demokratie verstehe. Es ist ein Baustein von, was ich unter direkter Demokratie verstehe. Aber das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht alles, um was es geht. Aber wenn mir jemand sagt, lass das mal in Deutschland machen und lass mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen, um quasi diese Diskussion dazu zu gestalten. Ihr habt meine Stimme. Los geht's. Dann hast du dich denn auch, wenn du dich mit dem Schweizer Vorbild beschäftigt hast, auch damit beschäftigt, wie lange es in der Schweiz gedauert hat, das Frauenwahlrecht einzuführen und warum? 75, oder was? 75, 1975. Im letzten Kanton, Mitte der 80er. Genau, und in einem Kanton sogar erst 1991. Echt? 1991, da haben wir alle schon gelebt. Und da war der Zeitgeist der Leute einfach so, dass die Männer gesagt haben, so, oder die Frauen gesagt haben, wir brauchen jetzt kein Referendum, oder seit wann gibt es denn diese direkte Demokratie in der Schweiz? Uha! Das gibt's schon sehr lange, und es gab schon, also ich habe es vorhin kurz überflogen, gab schon viele, wurde halt schon häufig eingebracht, das Frauenwahlrecht, aber weil die Männer immer dagegen gestimmt haben, wurde es halt nicht eingeführt bis 1975. Das muss man sich einfach mal überlegen, dass einfach die Hälfte der Bevölkerung keine Stimme hat. Weil die andere Hälfte der Bevölkerung es genossen hat, ihre Macht über sie auszuüben. Also zwei Fragen. Erstmal, gilt es eigentlich bei diesen Referenten um, was ist denn da die Mehrheit? 50-50 oder was ist? Mhm. Okay, und was Fran gerade gesagt hat, Fran, haben die Frauen damals schon mit referenden können? Nein. Sie waren quasi die hatten ja gar kein Wahlrecht. Ja, also, okay, sie waren also kein damals kein auch passives schon Wahlrecht, gar nicht. Sie waren quasi Kinder. Mhm. Ich stimme zu. Also das ist genau die Aufgabe von direkter Demokratie, die Diktatur der Mehrheit zu verhindern. Ja, was da der Fall war. Deswegen auch meine Einlassung. Ich gebe meine Stimme dafür ab. Aber das ist ganz klar nicht alles. So, ja, lass das als Beispiel nehmen und irgendwie darauf aufbauen. Aber das kann nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sein. Ist doch Frans Thema, oder? Direkte Demokratie. Oder? Wobei dieser Punkt im AfD-Programm natürlich sagt, die wollen das so einführen, und du hast dem ja quasi zugestimmt, nach dem Schweizer Vorbild. Also wenn es dazu eine Modifikation gäbe, die du dir wünschst, wäre es natürlich auch sinnvoll, die auszuführen, weil ansonsten würde ich diesen Punkt, so wie er ist, auch erstmal widersprechen, da ich dieses System durchaus fehlerbehaftet sehe, und einer der Gründe dafür ist, was Fran eben schon angesprochen hat, aber da habe ich noch ein paar andere Notizen. Aber dann sind wir jetzt beim zweiten Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ey. Geil. Boah, ich bin los. Muss ich eigentlich für die nächste Folge nochmal so diesen Quatsch lesen? Das wandert jetzt. Das kann das jemand anders machen. Boah, danke. Das ist das, was wir auf uns nehmen, für euch. Wir können das auswürfeln oder so. Ja, wir hatten eigentlich vor. Nee. Da ist 1:4 Chance, dass ich nochmal muss. Und ihr bescheißt mich immer. Hier immer auf den kleinen Dicken da. Der muss immer die Scheiße da machen. Was ist denn der zweite Punkt eigentlich hier? Worum geht's denn im nächsten Punkt, oder? Es geht um direkte Demokratie. Ich meine bei der AfD-Fragen, also in der nächsten Sendung.
Europa. Okay. Würde ich gern machen. Oh, du hast den Job. Yes. Sehr gut. Ja, yeah, Fran, direkte Demokratie. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen hyped eigentlich. Total. Schweiz, so. Ja, also, ja, so, ich bin ja da auch ein bisschen naiv, bin ich dabei. Also, Fran, erzähl mal. Ja, das, so sind wir ja auch auf das Thema gekommen. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber geredet, wie das ist mit direkter Demokratie ohne Bildung, beziehungsweise mit Propaganda. Und das ist nämlich genau das Problem. Aber ich wollte erstmal kurz zur Definition kommen von direkter Demokratie. Wir reden hier über eine Art von direkter Demokratie, nämlich die, in der es Momente direkter Demokratie innerhalb der repräsentativen Demokratie gibt, nämlich über Volksabstimmungen, Plebiszite, Referenden, was auch immer. Es gibt aber noch eine andere Art der direkten Demokratie, über die können wir gerne in der nächsten Sendung reden. Das ist nämlich die Basisdemokratie oder Anarchie oder Räterepubliken. Das ist auch unter dem Begriff direkte Demokratie zu verstehen. Aber ich dachte, wir reden heute erstmal über das Thema Volksabstimmungen, was es eben in unserer Welt tatsächlich wesentlich häufiger gibt als die Basisdemokratie. Da fällt mir eigentlich nur ein Gebiet auf der Welt momentan ein, wo es das gibt. Und da gab es nämlich gerade zwei sehr prominente Beispiele. Einmal in Deutschland, wo solche Abstimmungen nicht bindend sind, über einen Solarpark. Und die Leute haben sich gegen einen Solarpark um ihr Dorf entschieden, mit solchen Argumenten wie, es ist schlecht für die Umwelt, schlecht für die Vögel, Ackerflächen fallen weg, Optik. Ach ja, das mit der Optik, es gibt nämlich noch mehr Fälle. Als ich danach gegoogelt habe, gab es noch wesentlich mehr Fälle, dass sich kleine Dörfer gegen Solarparks und Windräder gestellt haben in solchen Abstimmungen. Und ein Bürgermeister eines solchen Dorfes hat wortwörtlich gesagt über einen winzigen Solarpark auf einem Gefängnis, den sie schon haben, das sieht ziemlich doof aus. Oh Mann, ey. Das ist sein Argument gegen grüne Energie. Das sind die Argumente, also die Gemeinsamkeiten zwischen all den Orten, wogegen solche Solarparks gestimmt wurde oder Windanlagen sind halt alles, die haben alle konservative Bürgermeister, die eben selber Politik und Propaganda gegen die Einführung dieser umweltfreundlichen Energie machen. Dieser Solarpark hätte 35.000 Haushalten Strom gegeben. Aber das sieht halt nicht schön aus, Fran. Was soll das denn? Denkst du denn nicht mit? Ja, und ein paar Vögel können auch davon sterben. Und das ist dieses Vogelargument, ich habe extra nochmal nachgeguckt, lässt sich erstens noch nicht nachweisen und zweitens, niemand sagt, oh, wir können dieses Hochhaus nicht bauen, da sterben Vögel. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das ist einfach das Problem, wenn es direkte Demokratie gibt. In diesem Fall, diese Abstimmungen sind zwar alle nicht bindend, aber da alle Entscheidungsträger innerhalb der Politik Konservative sind, sagen die alle, wir halten uns trotzdem dran und deswegen werden diese grüne Energie wird nicht gebaut. Und ich habe gleich noch ein zweites Beispiel, aber habt ihr dazu schon mal was zu sagen für unseren deutschen Fall? Ich habe dazu eine Menge zu sagen, aber das würde, also... Deswegen sind wir hier, ey. Also das Argument der Optik ist natürlich totaler Käse bei den Beispielen, die du jetzt genannt hast. Ich meine, jeder hat schon mal irgendwie einen Tagebau gesehen. Wir sind gerade in Leipzig. Leipzig ist umgeben von Tagebau-Folgelandschaften. Schöne Seen hier. Schöne Seen, jetzt ja. Vor 30 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Das Tolle an so einem Tagebau ist halt, da gibt es dann keine Dörfer mehr, aus denen man auf die Tagebaulöcher blicken kann. Weil die sind dann schon alle weggebaggert. Das ist halt der Vorteil und naja, klasse. Aber Henny strampelt hier und möchte unbedingt etwas sagen. Und ich, bevor der mich jetzt hier noch mit seinen großen Armen totschlägt. Was ist denn da los bei euch auf der anderen Seite vom Tisch? Nee, ich warte auf Fran, ihr ein zweites Beispiel. Ihr zweites Beispiel. Fran, ich habe noch was dazu zu dem ersten Beispiel. Weißt du, wo das war? Okay. Das würde mich interessieren. Also das waren ganz verschiedene Beispiele. Der Solarpark war in Brandenburg.
Dann gab es noch Fälle im Spreewald, also auch Brandenburg und in Bayern und aber auch in Nordrhein-Westfalen, also ganz, ganz verschiedene Fälle. Und es sind halt immer so kleine Dörfer bei diesem Solarpark. Echt, es haben 81 Leute abgestimmt. Es waren wirklich 77 gegen 4 Leute. Es haben 77 Leute haben darüber entschieden, dass 35.000 Haushalte keinen grünen Strom bekommen dürfen. Ey, das wurde, wo war das bitte? Das müssen wir mal notieren für die nächste Sendung. Wo war das? Wieso habe ich denn den Ort nicht aufgeschrieben? Das müssen wir doch nachreichen. Ja, ich hast du doch ausgedacht, Fran. Kannst du nicht bei den Ort nennen? Lügenpresse. Ausgedacht, einfach irgendwelche Beispiele mitgebracht. Komplett ausgedacht. Fran, lass das nachher nochmal klären. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber das möchte ich echt mal gerne wissen, was da los war. Wie soll denn dieser Solarpark ausgesehen haben, dass sie da so dagegen waren? Rogentin. Das sind halt... Also das sollen 150 Hektar wären das gewesen, in einer Sprache, die Deutsche verstehen können. Das sind 200 Fußballfelder. Das ist halt schon ziemlich groß, aber wie gesagt, 35.000 Haushalte. Und darunter können Schafe weiden. Also das ist halt einfach, auch für die Schafe ist das eine große Freude, wenn man in Norddeutschland Urlaub macht und die Schafe in der prallen Sonne stehen, sieht bei 35 Grad, die freuen sich über die Solaranlagen. Ich möchte konstruktiv beitragen, 200 Fußballfelder, wie viel Saarland sind das? Ja. Das habe ich auch überlegt, es gibt einen Umrechner, kann den mal eben jemand anwenden, den gibt es wirklich. Oh, warte, warte, ich mach das. Google Saarland in Fußballfelder umrechnen. Und bitte noch olympische Swimmingpools. Das Saarland ist 360.098 Fußballfelder groß. So, also hier 321 Podcast, hier werden sie beigebracht. So. Also, um das nochmal zu sagen. Das ist ein geiler Claim. Hier werden sie beigebracht, Alter. Richtig gut. Den bauen wir auch für die nächste Sendung. Also, damit wir alle glauben, das Dorf heißt Rogentin, es ist in Mecklenburg-Vorpommern und es gibt sowohl schriftliche als auch Videoberichte beim NDR darüber. Also, ach, Lügenpresse, Fran, das ist doch keine Quelle, Mann. Die haben Interviews mit den Leuten im Dorf. Und oh, großartig, das ist bestimmt Sahnematerial, das bringen wir mit in die nächste Sendung. Okay, Fran, das zweite Beispiel. Das zweite Beispiel war das Voice-Referendum in Australien. In Australien ist das Wahlrecht ein bisschen anders. Die haben sogar eine Wahlpflicht. Das heißt, man muss eine Strafe bezahlen. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Können wir auch gleich nochmal nachgucken, wenn man nicht wählen geht. Auf jeden Fall ging es beim Voice-Referendum darum, dass die originären Einheimischen des Landes, nämlich die Aboriginal und Torres Strait Island People, eine Stimme bekommen. Und es sollte nur darum gehen, dass sie ein beratendes Gremium zum Parlament stellen, dass sie aus sich heraus wählen können, um dann das Parlament zu beraten bei Fragen, in denen es eben um Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung geht. Also total harmlos, betrifft eigentlich niemanden der mehrheitlich weißen Bevölkerung dort. Und trotzdem hat sich die Bevölkerung dort 60-40% dagegen entschieden, dass es diesen Rat geben soll, der das Parlament berät. Und dagegen gab es auch sinnvolle Gegenstimmen, die eben gesagt haben, ja, das geht einfach nicht weit genug, wo man jetzt so oder so argumentieren kann, ob man trotzdem dafür oder dagegen stimmen will, auch wenn man meint, das geht nicht weit genug. Da gibt es sicherlich solche und solche Argumente, aber die Hauptgegenstimmen waren eben Leute, die der Meinung waren, wenn dieser Rat eingeführt wird, dann kommt die indigene Bevölkerung und kann der weißen Bevölkerung ihre Häuser klauen und angeblich wird es eine dritte Kammer der Regierung werden und das wird die Nation teilen, diese üblichen Narrative, die das man sonst... Das klingt so wie hier, oder? Das ist wirklich so, ja, jetzt kommen ja die von da unten Narrative und... Genau, diese Narrative von Trump. Oder es würde auch zu Verträgen dann zwingen, dass die Landback, was ja auch eine Bewegung in den USA, dass sie Land zurückgeben können. Angeblich wäre das eben, gäbe es keine Details darüber, was auch nicht stimmt. Es war alles öffentlich, es war alles nachlesbar. Und angeblich sollte es auch der UN erlauben, Australien zu übernehmen. Und natürlich Wahlbetrug, das übliche Argument kennen wir ja auch. Das waren die Argumente, mit denen dagegen gekämpft wurde, den Einheimischen dieses Landes eine winzig kleine beratende Stimme im Parlament zu geben. Und deswegen wurde dagegen gestimmt. Und Faschisten haben immer das gleiche Argument, oder?
Die packen immer die gleiche Kiste aus, egal auf welcher Sprache, egal auf welchem Kontinent. Das ist immer dasselbe. Fran, das waren jetzt Beispiele, wo direkte Demokratie in dem Sinne angewendet wurde, wo das Volk gefragt wurde und die haben einfach sich so entschieden. Also, du willst damit sagen, der Souverän hat eigentlich nichts in der Birne, manchmal, und man sollte das dem nicht überlassen? Nee, was ich damit eher sagen will, ist, dass das nicht funktionieren kann, wenn man Propagandakampagnen auf einer Seite hat, die mit einem Haufen Geld gestützt werden, und auf der anderen Seite aber tatsächliche Bildung um das, worum es eigentlich geht, total ausbleibt. So kann's halt nicht funktionieren. Und ja, das sehe ich als das Hauptproblem dabei. Ich finde das an sich eine wunderbare Idee. Ich bin sogar für die andere Art von direkter Demokratie. Aber wenn noch nicht mal diese Art von direkter Demokratie funktionieren kann, dann ist es schwierig. Ich möchte gerne zwei Punkte anbringen. Der erste Punkt ist ein Zitat von George Bernard Shaw. Das Zitat besagt da, Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdient haben. Der zweite Punkt ist, die Kritik, die du gerade vorgebracht hast, die ist ja noch nicht mal neu. Denn wenn wir jetzt mal kurz in die Geschichte zurückreisen, zu der ersten Form der Demokratie, der attischen Demokratie, gab es tatsächlich viele Leute. Was für eine, sorry? Die attische Demokratie. Die attische? Ja, wie Athen. Athen geht ja nun kenn als, ich, da unten in Italien. Ja. Nee. Madrid oder Athen, oder Italien. Oder? Ja, genau. Okay. Viele der großen Denker der Zeit damals Platon hier und so. Und wir reden hier von Platon, Sokrates, etc. Ja, ja, ja. Haben damals schon Bedenken an der damaligen Form von Demokratie geäußert. Das war damals noch ein bisschen anders, als wir es uns vorstellen, weil nur attische Männer ein Wahlrecht hatten, Vollbürger tatsächlich wurde das genannt. Und Platon hat in mehreren seiner Werke, zum Beispiel in die Republik, geäußert, dass die Vorstellung geäußert, dass eben nur Menschen mit Wissen und Verständnis für die Geschichte sinnvoll regieren können. So, das ist natürlich auch kritikfähig, aber der Gedanke, dass zu einer Regierungsfähigkeit auf demokratischer Basis Bildung gehört und nicht nur Bildung gehört, sondern auch ein Verständnis dafür und noch eine andere Ebene, nämlich die Fähigkeit, sich auf eine Lösung einzulassen, die nicht sofort Früchte trägt, sondern die eventuell mit Verzicht für eine gewisse Zeit gekennzeichnet ist, um später ein höheres Ziel zu erreichen. Das ist ein gigantisches Thema. Ja, ich glaube, also ich stimme diesen ganzen Punkten zu, von wegen Minderheitenschutz und Co. Und das sind lange Prozesse, aber die sind sowas von wert zu gehen. Und ich möchte den Gedanken quasi ein bisschen weiterspinnen. Ich glaube, ein Teil der Probleme in der westlichen Gesellschaft ist, dass wir in den letzten, also gerade in Deutschland in den letzten 30 Jahren krass viele Veränderungen hatten. Sei das die Wende, alles, was danach gekommen ist. Und jetzt haben wir eine ökologische Transformation, eine wirtschaftliche Transformation, Zuwanderung. Also das Deutschland 1990 ist schon krass anders als heute, auch wenn ich 1990 auch 7 Jahre alt war. Militärisch auch. Militärisch, genau. Wir haben jetzt viele Kriege, also zwei, die uns irgendwie mehr mitnehmen als die anderen in Mali und Co., warum auch immer das so ist. Und ich glaube, viele Menschen sind gesättigt von Veränderungen, die sie nicht selbst gestalten können. Das sind dummerweise auch Menschen, die an dem sozioökonomischen unteren Ende arbeiten. Also die quasi abhängig beschäftigt arbeiten und die ersten 8 Stunden in ihrem Tag nicht viel mitbestimmen können, sondern einfach nur nach Vorgabe arbeiten. Das ist gerade der Gedanke. Und dann sind quasi noch da oben, die Eliten, machen die anderen 16 Stunden vom Tag, bestimmen auch noch, dass es jetzt kein Zigeunerschnitzel mehr geben darf. Und ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Mensch halt sagt, verständlich, jetzt ist hier Schluss. Eure Veränderung mache ich nicht mehr mit,
weil halt kein Impact mehr der Mensch selber hat und quasi keine eigene Selbstverwirklichung mehr haben kann. Und ich glaube, hier kann aber direkte Demokratie mit reinkommen. Und da möchte ich zurück auf das Beispiel vom Fran eben mit dem Sozialpark, mit dem Solarpark. Was, glaube ich, keine gute Idee ist, wenn wir einen Solarpark bauen, der von RWE oder EMBW oder Vattenfall gebaut wird, um wieder nur die Eliten, ich nehme gerade wirklich diesen Kampfbegriff mit Absicht, ich mache es mit Absicht, sorry Fran, um einfach in den Gedanken zu bleiben, davon profitieren, dass jetzt wieder auf diesem Feld da was hingebaut wird. Warum ist es nicht quasi ein Bürgersolarpark, wo die Menschen von vornherein mitbestimmen können, was mit diesem Feld oder mit dieser Wiese gemacht wird und auch noch was davon haben. Also zum Beispiel, es wird kommunal finanziert, also nicht von RWE Vattenfall. Und die Gewinne aus dem Solarpark werden in Kindergärten gesteckt, wo du genau sagen kannst, wir haben heute 5 Kilowatt produziert und morgen musst du, da ist dein Kindergartenbeitrag um 10 Euro gesunken. Mhm. Genau deswegen, wo du genau diesen Link her machen kannst. Und ich glaube, mit dieser Art von Mitbestimmung, direkter Demokratie, Beteiligung, kriegst du die Leute weg von, sie wählen Faschisten. Du kriegst die Leute hin zu, es sind immer noch Veränderungen, die immer wehtun, weil alle Veränderungen tun irgendwie eine weh. Es gibt Leute, die eher Veränderungen offen sind und halt eher nicht so offen sind, aber wenn du sie halt auf diesem Weg mitnimmst und die und nicht nur beteiligst und sagst ja oder nein, sondern auch noch an den positiven Effekten direkt beteiligst, ja, kannst du sie, glaube ich, nutzen und vielleicht nochmal den Link auch zum Klimawandel, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass das für mich das größte politische Thema ist. Klimawandel wird, und jetzt bin ich ein bisschen polemisch, von den Eliten verursacht. Wir wissen alle, wie viel CO2-Ausstoß Milliardäre und Millionäre verursachen im Vergleich zu den Menschen am sozioökonomischen Rand. Aber die Menschen am sozioökonomischen Rand haben die ersten größten Auswirkungen. Ja, viel mehr als die Milliardäre. Das heißt, die Auswirkungen, aber auch die Lösung für den Klimawandel sind viel Grassroots-Bewegungen, die von jedem Einzelnen kommen müssen. Verzicht auf Fleisch und so weiter. Kennt ihr die Ideen? Ne? Brauche ich jetzt nicht erzählen. Und ich glaube, da die Leute durch Mitbestimmung und durch eigene Gestaltung, okay, lass uns mal ÖPNV anders gestalten, aber lass ÖPNV gemeinschaftlich veranstalten, kannst du die da mitholen. So, ich weiß, das ist ziemlich viel Gedanken, aber das ist quasi lange gesponnen. Das ist für mich die direkte Demokratie, die uns da helfen kann, alle, die wir brauchen, auf den Transformationsweg einfach mitzunehmen. Ja, ist ja schön, dass das die AfD ganz am Anfang schreibt von ihrem Grundsatzprogramm. Nee, die sagen ja Schweizer Modell, das war gerade explizit nicht das Schweizer Modell, das war okay. Der Punkt. Die wollen nur Abstimmung und das hat mit dem Schweizer Modell gar nichts zu tun. Das ist wirklich, und eine Grundlage dafür ist natürlich wirklich Bildung. Du musst das gehört dazu und auch Aufklärung durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist genau, da sind wir nämlich genau bei der zweiten Art von direkter Demokratie, der Basisdemokratie. Und das, was Henny jetzt angesprochen hat, ist ja genau das, was dann quasi auf regionaler Ebene wäre, dass die Leute über ihre eigenen, ich spreche jetzt mal marxistisch, Produktionsmittel, in dem Fall die Sonne, die Solaranlage, verfügen können und auch selber den Profit davon tragen können. Dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Das ist genau der Punkt. Und da können wir ja, denke ich, nächste Woche weiterreden über die andere Art von direkter Demokratie. Mhm. Ja, ist ein Punkt. Hatte Marx kleine recht? Kritik. Ich glaube, du hast in dem, was du eben gesagt hast, Henny, nicht Fran, ziemlich viele Sachen in einen Topf geworfen, durchgerührt und dann irgendwie eine Lösung rausgezogen. Also zum einen die Entscheidung darüber, was irgendwie mit der Wiese am Dorf passiert, right on, okay, sollen die Bürger drüber entscheiden, Bürgerinnen und Bürger. BürgerInnen, mach's leichter, Entschuldigung. Wir haben jetzt aber erstmal angenommen, dass dieser Solarpark, um den es da geht, von irgendeinem großen Energiekonzern gebaut wird. Wir haben angenommen... Darf's nicht, das war mein Punkt, deswegen...
Aber das ist die Annahme, die du eben geäußert hast. In deinem Punkt. Nee, meine Annahme war eben, es darf eben nicht von RWE gebaut werden, ja, sondern es muss durch öffentliches Geld, was wir genug haben, bezahlt werden. Du hast aber Frans Beispiel herangezogen, mit ja, der Ablehnung, wie zu der es dann gekommen ist, und hast gesagt, das darf halt nicht von denen gemacht werden und dann sind die Bürger auch damit zufrieden. So, das ist aber erstmal eine Annahme. Also ich weiß nicht, wer da diesen Solarpark hat bauen wollen. Und die Annahme, dass, also du bist ja noch weitergegangen, hast gesagt, die Bürger müssen beteiligt werden und sie müssen irgendwie auch was davon haben, ansonsten werden sie Faschisten. Und das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Also das Thema... nee, dann hast du mich nicht verstanden. Wirklich nicht. Weil die Kausalität ist genau andersrum. Die Leute wählen ja heute schon Faschisten, weil sie, ja, weil sie gesättigt sind durch viele Veränderungen, die nie erklärt worden sind. Also das ist auch gerade eine wirkliche Vereinfachung, aber wir haben jetzt auch kein Sozialstaatsexamen hier. Also ne, so, warum Leute AfD wählen, hat bestimmt tausend verschiedene Gründe. Aber eins davon eine ist ganze Menge, ja. Eins davon ist halt, dass viel Politik gefühlt nicht erklärt wird. Corona war dann nur ein Beispiel davon. Es ist doch wirklich alles erklärt worden. Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das Gefühl, nicht erklärt werden, das ist dann halt der nächste Punkt. Also Klimawandel wird nicht erklärt. Wenn wir über die Einschätzung von Gefühlen von AfD-Wählern reden. Nein, Klimawandel wird nicht erklärt, Fran. Klimawandel wird nicht erklärt. Ah, sehr spannend. Ich glaube, dass diesen Clash zwischen Fran und Henny gab es noch nicht. Fran, ich spule mal kurz vor und fasse es kurz. Henny glaubt natürlich, dass die Medien ihre Arbeit nicht machen. Ja. Natürlich kann sich jeder selber informieren, aber die Medien machen ihre Arbeit nicht. Aber dann haben wir vielleicht hier das nächste Problem. Du redest hier von den, du hast vorhin angesprochen, die sozioökonomisch schlechter gestellten oder die halt 8 Stunden am Tag auch in der Produktion sind, etc. Fremdbestimmt arbeiten. Fremdbestimmt arbeiten. Ja. Okay. Ich möchte unterstellen, dass die Informationen, die du gerade als fehlend oder die Medien, die ihre Arbeit nicht tun, ankreidest, die sind da. Also die Informationen dazu sind vorhanden. Aber wenn du irgendwie gerade 8 Stunden auf Arbeit warst, plus eine Stunde Anfahrt und eine Stunde Abfahrt und dann hast du irgendwie noch, keine Ahnung, musst dein Kind vom Kindergarten abholen und sonst irgendwas, wird dir eventuell auch einfach die Energie fehlen, dich mit diesem Thema sinnvoll auseinanderzusetzen, so tiefgründig, dass es tatsächlich irgendwie was bringt. Und dann wird es halt einfach schwierig so. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, ach, das sieht aber kacke aus und dann können wir dort keine Kartoffeln anbauen, dann ist es durchaus denkbar, dass Leute, die einfach nur nicht die Zeit haben, sich wirklich so tief inhaltlich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht gar nicht in der Lage sind, sich dazu eine rationale Meinung zu bilden. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich meine, das ist ja nicht das einzige Thema. Wir sind doch, wir hatten das dieses Gespräch über genau dieses Thema schon mal in einem vorangegangenen Podcast, ich weiß nicht mehr, ob es der letzte war, aber wir sind ja überflutet mit Informationen, wir sind überflutet mit Themen aus der globalen Politik und so weiter und so fort. Und es ist einfach schwierig, zu allem einen Überblick zu behalten und dann irgendwelche Fachmeinungen zu bestimmten Dingen auszubilden. Okay, ich war hier gerade direkt angesprochen. Deswegen, ja, die Zeit ist knapp. Und ich glaube aber auch, wenn die Leute sich dann mit beschäftigen, werden sie wieder von, und ich nehme jetzt den AfD-Begriff, Eliten darauf über aufgeklärt und haben sogar keinen Bock drauf. Dann sitzt wieder ein Precht und ein Lanz da, der nicht in dieser Gruppe vielleicht akzeptiert ist, und erklärt denen halt was. Und ich glaube aber, dass du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das anders gestalten kannst. Und wenn du sagst, dass die Leute einen Tag, also eine Stunde lang hinfahren, eine Stunde lang zurückfahren, haben sie vielleicht Radio, die haben auch Radio auf Arbeit. Ich glaube, du hast genug niederschwellige Kommunikationsmöglichkeiten, das zu erklären. Du musst es ja nicht immer ein 5-stündiges Physik-Quantentheorie-Vorlesung halten, um Klimawandel zu erklären. Aber wenn du halt das andauernd bringst mit, also ich sag immer quasi Sendung mit der Mausniveau, was nicht böse gemeint ist, sondern einfach nur, es ist ein komplexes Thema, du kannst es aber runterbrechen und immer einzelne Teilaspekte rauspicken. Und wenn du die in einfacher Sprache erklärst und halt nicht 23 Uhr
von Lanz und Brecht oder anderen komischen Leuten, sondern von jedem Mal und vor allen Dingen auch in quasi gegen junge Menschen, die versuchen, das Thema aufzuklären, keine Hetze mit Begriffen wie Klimakleber verwendest, als Mädchenschelte again, kannst du jedem Menschen die Notwendigkeit der Veränderung beibringen, egal wie wenig aufnahmefähig er, warum auch immer ist. Und das ist ganz klar. Und da müssen wir auch hin. Und das ist auch eine der Grundbedingungen für erfolgreiche direkte Demokratie, Basisdemokratie, Mitbestimmung. Die Aufklärung muss da sein. Aber, und das ist auch so, Aufklärung ist nicht nur ein Nehmen, sondern ein Geben ist auch ein Nehmen. Die Leute müssen dann aber auch mal 5 Minuten zuhören. Das müssen wir von den Leuten abverlangen. Und wenn du dann den Klimawandel erklärst in den Medien, dann ist es ja schon mal recht alarmistisch und negativ und ich weiß nicht, ob ich das hören will. Klima klickt nicht, das habe ich schon mal gehört. Aber es ist trotzdem wichtig. Die Frage ist, was erreichst du denn, wenn du das den Leuten erklärst? Also sind das die wirklich richtigen Adressaten oder musst du nicht eigentlich Wucht auf einer ganz anderen Ebene ausüben, auf der Entscheiderebene? Wie ich gerade gesagt habe. Ja, aber wie erreichst du die denn, wenn nicht über das Volk, um nochmal zu diesem Begriff zurückzukommen, so, die machen ja nichts. Also irgendwie müssen die ja erreicht werden und vielleicht hilft es halt, wenn ein paar mehr Leute auf der Straße sind, außer ab und an ein paar Jugendliche. Also alle 4 Jahre ist es dann wichtig, wenn gewählt wird, weil wir können ja kein Referendum so aus dem Hut zaubern. Wir müssen dann in dem Moment das Momentum haben, hier ist gerade ein wichtiges Thema, hier wird drüber gesprochen, deswegen wählen wir jetzt die und die. Nein. Wir machen einen Generalstreik. Keine Ahnung, was funktionieren kann. Aber wenn alle darüber aufgeklärt sind, dann haben wir vielleicht als BürgerInnen, als Menschen irgendwie eine Möglichkeit, irgendetwas zu tun, wenn die da oben, um wieder in dieser Sprache zu bleiben, halt scheinbar absolut kein Interesse daran haben. Die da oben werden das Problem nicht lösen. Die da oben, die Eliten, kennen das Problem seit den 70er Jahren. Hör mal auf das Wort Elite, weil ich weiß genau, dass das ein antisemitisches Dogwhistle ist. Hör doch mal auf damit. Okay. Nee, ich würde doch gerne in dem Duktus einfach bleiben. die Bestimmer, sei das wirtschaftlich, sei das politisch, wissen seit 50 Jahren um das Problem. Es wird seit 50 Jahren... Länger. Waren 70er Jahren... Das, also, whatever. Also, ja, es ist noch viel länger. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Henny. Also, es ist eher eine Anklage. Ja? Das Problem kann nur bottom-up gelöst werden. Es kann nur durch kleine Gruppen, jeder Einzelne in seinem Wirkungskreis das Problem langsam lösen, bevor, ich darf nicht die Eliten sagen, aber die da oben dem folgen werden. So, und dafür brauche ich aber Aufklärung und letztendlich auch im kleinen Rahmen, um nochmal ganz zurückzukommen auf die ursprüngliche Diskussion, wenn hier jemand sagt, ich will einen Solarpark hinbauen oder Windräder oder noch viel besser Südlink, also diese Trasse von, wir bauen in der Nordsee ganz viele Windkraftwerke hin, aber wir haben eine Schwerindustrie im Süden, wir müssen den Strom irgendwie hinkriegen. Der Südlink wird verhindert. Aber warum, also ne, mit vielen komischen Argumenten, aber auch, ich will es einfach nicht, dieses Not in my Backyard Argument, also bitte, ich möchte das Atomkraftwerk nicht in meinem Hinterhof haben und auch nicht das Windkraftwerk. Aber ich glaube, wenn du die Leute daran beteiligen würdest, erstens in der Erklärung, warum wir das brauchen und dass es natürlich einen Nordlink gibt nach Norwegen, den wir heute schon verwenden. Und anders, das geht nicht. Nordlink macht, wenn zu viel Strom in der Nordsee produziert wird, wird Strom mit Nordlink nach Norwegen geschafft, dort Pumpspeicherkraftwerke gefüllt. Und wenn eine Dunkelflaute ist, produziert Norwegen mit dem Strom, also mit dem Wasser, dann neuen Strom und schickt den über die gleiche Leitung nach Deutschland. Du kannst es quasi auch nur in der Gemeinschaft lösen. Und da bin ich auch wieder bei denen, Europa ist voll der gute Gedanke. So, lass das mal gemeinsam, wir kriegen das Ding nur gemeinsam gelöst. Aber diese Sachen musst du, glaube ich, einfach ganz oft erklären. Und ich glaube, ich habe gerade Nordlink in 3 Sätzen auf Mickey Maus Niveau erklärt. Ich glaube, du kannst auch Südlink erklären, dass du es brauchst. Und wenn du dann noch sagst, ey, das geht hier an deinem Garten vorbei,
du kriegst hier, keine Ahnung, für jedes Kilowatt, was wir durchleiten, 0,003 Cent. Ja. Am Ende vom Jahr hast du eine neue Straße, eine neue Ortsumgehung. Im besten Fall natürlich ein Radweg. Auf dem Marktplatz steht so eine digitale Uhr, die einfach... Ja, also so. Bürgerbeteiligung einfach in beide Richtungen, was die Entscheidungen angeht und eben auch die Erfolge. Das ist mein Punkt. Genau, die Erfolge dürfen nicht an die Eliten gehen oder an den Kapitalisten, um das vielleicht zu verwenden. Ich glaube, da bin ich eher bei Fragen dabei. Sondern an den Menschen. Ja. Und ich glaube, dann kriegst du es hin. Und ja, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht in 10 Jahren. Und wir brauchen da ganz viel Kommunikation. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Was das Thema Klima angeht, haben wir keine Zeit mehr. Aber wir reden ja über Volksabstimmung. Wir reden über Volksabstimmung. Es trifft ein bisschen ab. Henny, du benutzt die ganze Zeit ein Totschlagargument, benutzt es gegen dich selbst und merkst es vielleicht noch nicht mal. Du redest einerseits davon, dass wir ja bilden müssen und redest andererseits von Eliten. Aber wir haben ja hier schon... Wir hatten vorhin das Beispiel AfD. Wie die AfD zu grüner Energie steht, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wir müssen auch nicht darauf warten, bis der Punkt aus dem Grundsatzprogramm bei uns hier dran kommt. Ich sehe das Totschlagargument noch nicht. Nee, das Totschlagargument ist, dass du von Eliten redest, die Gewinne abschöpfen und so weiter und so fort. Aber die Bildung muss ja auch irgendwo herkommen. Und wir haben ja genügend Beispiele schon mitgekriegt, wo die AfD sagt, ach, die Kinder werden schon in der Schule indoktriniert. Im Prinzip kannst du gegen jeden Bildungsträger mit dem Argument, aber das sind ja die Eliten, die verfolgen ja die Regierungslinie oder sonst irgendwas vorgehen. Das kannst du bei den Medien machen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kannst du bei allen möglichen privaten Institutionen machen, die in diesem Thema Bildung vorantreiben. Du kannst immer sagen, ah, das sind ja die da oben oder die sind ja gesteuert oder die sind ja finanziert von dem. Also wenn du so mit argumentierst und es gibt halt Gruppen, die so argumentieren, dann... Also du widersprichst dir da selbst. Nee, mach ich nicht. Du reduzierst Bildung gerade auf Schule. Das ist natürlich einfach vollkommen falsch. Nee, das habe ich nicht gemacht. Hat er nicht das getan. War ein Beispiel. Ah, okay, dann war das ein Beispiel, das kam bei mir falsch an. Bildung geht bis zum Tod. Alles, was du konsumierst und was nicht irgendwie Musik ist. Deswegen habe ich auch von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von Medien, von Bildung, privaten Gruppen etc. Aber auch, und da widersprechen wir ja selber quasi gemeinschaftlich diskutieren. Also Alex, dein Lieblingsthema, mit Faschisten reden. Das heißt, auch wenn du jemanden weißt, der vielleicht gegen deine Meinung ist, trotzdem mit dem immer wieder einen Anschubs geben, hier, vielleicht lass doch heute mal keinen Zigeunerschnitzel essen. So. Also trotzdem immer im Dialog bleiben mit diesen Leuten. Ich bin raus bei dem Thema, da widerspreche ich mich, weil ich kann es nicht mehr, tschüss. Aber quasi... Steht da Tropfen Höhle Stein? Fragen, kannst du dir irgend so ein SFX überlegen, dass du immer dann bringst in so einem Moment, nicht nur tief einatmen, irgend sowas wie pff, das Handy dann. Ja, ich weiß mal, wenn das Wort ja. Also generell diese Art von politischer Unkorrektheit im Podcast. Was war denn gerade politisch unkorrekt? Nicht den Begriff politisch unkorrekt mag ich nicht. Ja. Auch Lisa Eckert. Auch Lisa Eckert geguckt. Die wohnt in Leipzig. Nee, wer? Lisa Eckert. Wer ist Lisa Eckert? Ist das die komische... Diese österreichische Wiener... Die mit dem Antisemitismus. Person. Ja, genau. die jetzt doch nicht aufgetreten ist, da wo ich am Wochenende im Urlaub war. Das war in so einem Mega-Kaff in Sachsen. Und sie das ist alles, leider was ich verschoben. Aber vielleicht nochmal, um meinen letzten Gedanken dazu zu formulieren, ist, glaube ich, mit Mitbestimmung und der Demokratie können wir die notwendigen Veränderungsprozesse, die wir brauchen, besser gestalten, weil das eine Chance ist, die Leute mitzunehmen. Ich sehe gerade auch eine Gefahr trotzdem, wenn du mal ein paar Leute quasi zu direkt abstimmen lässt, weil ja durch KI und Social Media Menschen, ich glaube, in noch nicht bekannter Wucht erreicht werden können. Können wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, was da in Kuhnewalde abgeht, wenn das Leute wollen. Und wie dann kurz vor so einer Abstimmung
Dinge passieren im Internet, die Leute erreichen und das ganze Ding fliegt in die Luft. So, das weiß ich nicht, wie das sich irgendwann verhindern lässt. Ich will es nochmal in den Raum werfen. Greifst du meinem Themenvorschlag für nächste Woche vor? Ich wollte vorschlagen, dass wir über KI reden. Ja, haben wir doch jetzt unsere drei Themen für nächste Woche. Nächsten Monat, sorry. Nächste Woche, dachte ich, nicht? Gut, nächste Woche. Ja, genau, nächste Woche ist wir müssen doch die Erwartungen einhalten, weil das wirkt dann vertrauenswürdig. Erwartungen erfüllen und die Erwartungen, die an uns gestellt wird, weiß ich, dass wir immer wieder zu spät sind. Deswegen, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Ace? Ich möchte nochmal ganz kurz den Bildungspunkt aufgreifen. Wir reden ja wiederholt von der Wichtigkeit der Bildung. Das ist nicht das erste Thema, bei dem es darum geht. Und Bildung ist ganz zweifelsohne extrem wichtig. Gerade wenn es die Voraussetzung einer Meinungsbildung ist. Denn bevor man sich eine Meinung bildet, sollte man sich ja nun erstmal selbst bilden. Wir haben Social Media, wir haben Parteien, Gruppierungen, die ein Misstrauen gegenüber dem öffentlichen Rundfunk schüren. Das ist die eine Ebene. Also es findet ja nicht nur eine Bildung statt, sondern es findet effektiv auch eine Art Gegenbewegung dazu statt. Wir haben Fakten, die wissenschaftlich bekannt sind, die werden in verschiedensten Massenmedien kommuniziert. Die Infos sind eigentlich frei abrufbar. Also möchte ich mich jetzt als unentschiedener Mensch oder Mensch, der von sich sagt, okay, ich weiß darüber nicht so viel, darüber informieren, was Klimawandel eigentlich ist und was man dagegen tun kann, dann kann ich mich ans Internet setzen und habe irgendwie innerhalb von Sekunden ein Video rausgesucht, das mir innerhalb von 5 oder 10 Minuten erklärt, worum es da eigentlich geht. Also die Bringschuld ist, denke ich, erfüllt. Von wem? Von allen Beteiligten, von allen, die dazu irgendetwas zu sagen haben. Nee, von der nicht, Wissenschaft, von staatlichen Institutionen. Nein, ich möchte gerne letztes Mal was dazu sagen. Also nein, es ist die Frage, welche Meldung bringst du an der 1, welche Meldung sitzt auf die Titelseite und das ist jeden Tag die Frage. Und wenn du den Klimawandel auf Seite 3 spielst, ist es was anderes, als wenn er auf Seite 1 steht. Da ist noch längst nicht alles erfüllt. Also da geht noch eine ganze Menge mehr. Ich rede hier nicht unbedingt, dass das jetzt bei jeder großen deutschen Zeitung oder guck bei dir jeden Online-Auftritt der Zeitung. Guck dir jeden Online-Auftritt an. Da ist vielleicht bei der Zeit und beim Spiegel ganz oben. Ja, und was für Push-Nachrichten bekommst du denn zum Klimawandel im Vergleich zu irgendwie... Das ist nicht die Kerninfo gewesen. Die Kerninfo war... Die Informationen sind verfügbar. Sie sind verfügbar. Ich sind für jeden Menschen verfügbar. Aber wer kuratiert sie denn dort, wo sie verfügbar sind? Das macht Wikipedia automatisch mehr oder weniger. Ja, Fran? Das Ding ist doch, der Klimawandel und Nachrichten über den Klimawandel passieren immer zu. Sie passieren immer zu durch Umweltkatastrophen, durch neue Hitzetote, durch neue andere Wetterextreme. Und jedes Mal, wenn irgendein Wetterextrem passiert, wird auch darüber geredet, dass es eine Folge des Klimawandels ist. Und in jeder Publikation ist dann hier, klicken Sie hier für mehr Infos zum Klimawandel. Genau. Falls du den Begriff noch nie in deinem Leben gehört hast, kannst du nochmal nachgucken. Ja. Es ist ja immer zu da. Halt einfach die Auswirkungen davon sind halt momentan schon immer zu da. Und wir haben uns einfach schon total daran gewöhnt. Ich habe gerade Bild.de aufgemacht, live. Bild.de? Ja, das ist halt, das ist halt ein Informationsportal. Das ist nicht meins, aber das erste ist Fame Fighting, irgendwelche Idioten hauen sich gegenseitig auf die Fresse, dann irgendwas mit Fußball, dann Simpsons, dann Türkei verweigert Israel den Handschlag. Dann Asylklartext von Kretschmar. Geringe Bildung, Familiennachzug, Bürgergeld. Ich würde gerne hinfahren und den nochmal. Eigentlich will ich es wieder zumachen. Rouladenwende in Feldkirchen. Springer enteignen. Nee, nicht enteignen. Nee, wirklich nicht. Also das. Ja, zerschlagen. Ich darf es nicht dort sagen, aber das. Ja, deswegen habe ich. Nach Bildbericht Rouladenwende in Feldkirchenschlacht. Tuchel muss in Dortmund ein Risiko aufstellen. Kussattacker auf Baerbock. Und jetzt, das war der erste Artikel, den ich angeklickt habe. Abbruch. Wetterchaos in der Formel 1. Mm. Und dann ein heftiges Unwetter sorgt für Chaos in der Formel 1. Sehr und gut. Dann habe ich Steuerung F gedrückt, das ist die Shortcut für Suchen. Habe Klima eingegeben, habe Enter gedrückt. Ratet, wie oft Klima vorkommt in diesem Bericht? Gar nicht. Ja, genau. Also, um auf den Punkt zu kommen mit, die Informationen sind verfügbar. Das ist einfach Bullshit. Warum ist hier nicht... Ja, hier gab es einen Wolkenbruch und dann, warte mal, lass mich mein Argument zu bringen. Ich bin gerade polemisch, weiß ich. Warum ist hier nicht, ja, Formel 1 geht nicht. Du liest ja auch das Bild. Also. Und dann
Außerdem ist es keine gute Idee, hier irgendwie fossile Brennstoffe zu verballern, nur um im Kreis zu fahren. Und außerdem, es wird noch viel öfter passieren wegen Klimawandel, Ozeane erhitzen sich, lese ich ja weiter für die Katastrophenberichte. Und wir haben, ich habe außerdem Spiegel aufgemacht. Eigentlich bin ich auf der Suche nach, wir haben die 1,5 Grad geschafft. Das ist eine von den guten Nachrichten, die keine guten Nachrichten sind. Das klingt nämlich nur so. Ich finde nirgendwo Nachrichten zum 1,5 Grad gerissen. Du bist nicht nur polemisch, sondern du betreibst auch Cherrypicking, ja, und begehst gerade ein Strohmann-Argument. Denn ich habe genauso gesagt, es findet nicht nur eine Bildung statt, sondern auch eine Gegenbewegung zur Bildung. Und die Gegenbewegung zur Bildung ist nicht nur, dass jemand sagt, oh, der Klimawandel, das haben die sich doch ausgedacht, das sind doch nur die Wissenschaftler, die Geld verdienen wollen, sondern es gibt auch die Gegenbewegung durch Unterlassen. Und dass in der Bild, die sich ja nun recht klar positioniert hat gegen die Grünen und überhaupt grüne Politik, dass die nicht darüber schreiben, was der Klimawandel ist. Boah, da bin ich jetzt aber extrem überrascht. Aber da muss ich stehen. Die Informationen sind verfügbar. Wenn ich auf Google bin und gebe ein, Henny, mach's bitte aus. Ich hab's drauf. Wenn ich auf google.de gehe oder auf google.com und gebe ein, was ist Klimawandel, ja, bekomme ich eine Antwort. Aber es, die es Informationen sind verfügbar. Stehen. Ich habe nie behauptet, dass das auf allen Medien verfügbar ist. Also schiebt man das in die Schuhe und sagt, die Informationen sind nicht da. Aber die Informationen selbst. Es muss doch da stehen. Dann schreibt doch der Bild und sagt, ey, das muss da stehen. Und dann, wenn die sagen, Entschuldigung, wer sind Sie? Ficken Sie sich. Das wird nicht auf Bild stehen. Das wird auch nicht bei Tichys Einblick stehen. Aber das ist mir egal, auf Bild, das ist das Leitmedium in Deutschland. Es ist ein Leitmedium mit D. Und das kann durchaus sein. Da muss es stehen. Und einen privaten Verlag dazu, sowas dahin zu tun? Das wirst du nicht schaffen. Die sind nicht daran interessiert, dass das dort steht. Wieso? Die sind daran interessiert, darüber zu berichten, wenn irgendwo in Deutschland auf einmal 3 Tornados durchs Land ziehen, was ja schon passiert ist. Und die sind daran interessiert, darüber zu berichten, wenn Australien brennt, während auf der anderen Seite der Welt irgendwo Unwetter niedergehen von nie dagewesenem Ausmaß oder wenn es in Texas schneit, dann kommt das in der Bild. Aber die berichten natürlich nicht, ach ja, im Übrigen, Wissenschaftler haben gesagt, dass das eindeutige Folgen vom Klimawandel sind und das haben sie schon gesagt, bevor es passiert ist. Das aber damit sind die Informationen halt nicht einfach zugänglich. Du bist halt klug genug. Dass es nicht auf Bild steht, heißt nicht, dass die Informationen nicht zugänglich sind. Ja, du bist klug genug, das in Google einzugeben. Aber du musst jedes Mal, wenn es um Wetter geht und du hast irgendwie krasse Ereignisse, musst du die Verbindung herstellen. Und auch bei einer Formel-1-Reportage. Wir haben den 3.11., es ist 22.37 Uhr und vor 12 Stunden ist bei Google, nachdem ich irgendwann dann eingegeben habe, Unwetter und Tote, eine Meldung gekommen. Vor 12 Stunden, es gab in der Toskana 5 Tote nach dem Unwetter. Vorher habe ich Spiegel aufgemacht, FAZ aufgemacht, Süddeutsche aufgemacht, Zeit aufgemacht und Google News aufgemacht. Alle in einem neuen Tab und mir mal angeguckt, was so die oberen Meldungen so sind und was da so steht gerade zu diesem Unwetter. Da bin ich erst im Nachhinein drauf gestoßen. Es war nichts zu sehen von irgendwelchen Umweltmeldungen. Es gibt auch bei Google News, auf der Startseite von Google News und auch bei Google Showcase, keinen eigenen Reiter, der heißt irgendwie Umwelt oder Klima. Wäre interessant. Ja. Ja. Ich bin nicht überrascht darüber. Also ich bin nicht überrascht darüber, dass in den Medien in Deutschland dieses Thema nicht so repräsentiert ist. Irgendwas zum Klima. Ja, glaube ich dir. Also jetzt gerade. Jetzt gerade, weil es jetzt gerade nicht passiert. Es wird ein Thema. In der Toskana sind 5 Leute gestorben. Entschuldigung, es passiert gerade nicht hier. Nicht hier in Deutschland. Es passiert in Europa, ja, aber ja. Das wird hier nicht thematisiert. Wenn es passieren würde. Ja, aber das ist genau die Kritik, die wir üben. Und diese Kritik stimme ich ja zu. Weil es Europa, das ist ja guck mal da auf die Karte, Punkte, das ist direkt um die Ecke, dass das passiert. Ja, dem stimme ich ja zu. Also ich sage ja, dass das tatsächlich der Fall ist. Ja. Und ich sage auch, dass die Gegenbewegung gegen die Bildung zum Klima nicht nur durch aktives Verleugnen passiert, sondern auch durch Unterlassen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Informationen dazu, was Klimawandel ist, was man dagegen tun kann, sind für jeden Menschen in Deutschland, der Internet hat, innerhalb von Sekunden verfügbar. Das Interesse daran, das abzurufen,
ist eine andere Frage. Eine noch andere Frage ist, was denn nun der Imperativ ist, den Bildung mit sich bringt. Und dann würde ich tatsächlich in den Raum werfen, dass auch Bildung und das Inhaben von korrektem Wissen nicht immer zu einer korrekten Entscheidung führt. Gerade wenn es darum geht, dass du, und das sind psychologische Effekte. Aufhören willst zu rauchen. Beispielsweise. Nee, kein Zucker mehr essen. Also wenn es generell darum geht, dass du irgendwelche Ängste bezüglich eines Themas hast, wenn du irgendwelche Biase hast oder wenn du beispielsweise dich in einer Gruppe befindest, die dieses Thema ablehnt. Wenn du eine andere Meinung hast als die Gruppe, ist es durchaus wahrscheinlich, und gibt es zahlreiche Studien, die das belegen, dass du mit der Gruppe abstimmst. Mhm. Das sind alles Sachen. Also das sind Probleme, die, denke ich, bei der direkten Demokratie und auch bei solchen Entscheidungen reinspielen. Es ist halt nicht nur die Bildung. Auch in der Familie. Also ich denke, wir denken da wirklich gerade die Begriffe Bildung und Medien auch einfach viel zu altmodisch. Weil ich habe jetzt gerade keine Studie vor Augen, aber die meisten Leute lesen jetzt, klar lesen viele Leute die Bild, aber mehr Leute informieren sich auf, keine Ahnung, auf Instagram oder auf TikTok oder auf YouTube oder über Telegram oder was auch immer. Nee, die Leute kriegen ihre Nachrichten. Nee, nicht bei Nachrichten, ja. Immer noch online ist das am meisten genutzte. Ja, aber online wo? Über also Social Media ist davon losgelöst. Es gibt noch Print, Radio und TV. Und online ist irgendwie mit 67% die Leute, die sagen, ist mein meistgenutztes Ding um. Ja, aber was meinen Sie damit, wenn Sie sagen online? Das ist ja, also das Bild, ist ja das Bild.de, aber nicht Instagram. Und auch nicht Telegram. Und auch nicht WhatsApp. Und das würde ich gerne mal nach Altersgruppe aufgeteilt sein. Was? Das weißt du ja nicht. Doch, das weiß ich, klar. Ja doch, natürlich. Das weiß ich. Natürlich. Ist das aufgeteilt in diese einzelnen Gruppen? Ja, ja. Also Fran, es ist tatsächlich Teil meines Berufs, dass ich das wissen muss. Okay. Ja. Das ist die aktuelle Reuters News Report 2023 hat das rausgefunden. Okay. Ja. Und also, aber bei den 18- bis 24-Jährigen ist Social Media die zweitstärkste Kraft. Ansonsten ist bei der Gesamtbevölkerung TV noch vor Social Media. Auch noch als meistgenutzte Nachrichtenquelle. Vielleicht merken die das auch noch gar nicht. Also meine Mutter postet teilweise in ihrem WhatsApp-Status TikToks. Und manchmal auch so abstrusen politischen Kram. Und ich glaube, die würde jetzt gar nicht, wenn man sie fragt, ob sie sich über TikTok politisch bildet, dann würde sie nicht sagen ja, obwohl sie das sogar schon mal weitergeteilt hat. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht allen Leuten, die solche Fragen beantworten, bewusst, über welche Quellen sie tatsächlich auch Informationen aufnehmen. Auch wenn sie sich an der Arbeit mit jemandem unterhalten, der irgendwo radikalisiert worden ist und der irgendwelchen Quatsch erzählt oder so. Dann kriegen sie, dann ist das ja auch wieder aus einer anderen Quelle, also nur halt sekundär, aber letztendlich kommt es halt, keine Ahnung, aus irgendeiner Quatschquelle und nicht aus irgendeiner halbwegs angemessenen Zeitung oder so. Wobei da auch gesagt wird, also ich kenne die Zahlen nicht genau, aber die als Nachrichtenquelle meine Freunde ist weniger vertrauenswürdig eingestuft, als ich jetzt gedacht hätte. Oh, okay, krass. Ja. Interessant. Kannst du mir mal schicken? Das finde ich auch spannend. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von direkter Demokratie hin zu. Nee, das gehört ja total dazu. Ja. Also voll wichtig, Henny, dass die Medien funktionieren in der direkten Demokratie. Ja, Medien auf Klicks aus sind und deswegen kein Klima bringen, dann ist das scheiße. Ja, wie oft soll ich meine Schelte hier wegbringen? Bild zu schelten, das ist easy. Meine Kritik ist deswegen immer an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, angefangen bei Tagesschau und Co. Da war ich auch kurz drauf. Es ist auch nicht zu finden, irgendwie ein Thema mit 1,5 Grad. Weil die bezahlen wir, da haben wir Einfluss. Das war gerade die Frage von Ace. Ne, wir können nicht Bild vorschreiben, was wir schreiben. Das ist auch ganz gut so, weil wir wollen diese Presse haben, die unabhängig ist. Voll gut. Aber beim ÖRR, die haben den Auftrag, quasi für Gesellschaft beizutragen, da muss es stehen und sie machen es nicht. Das ist auch meine Kritik an so Sachen wie, ich will nicht den Namen wieder sagen, aber Lanz und Precht und halt so diese ganzen
Talk-Formate. Du hast doch schon so einen Twitch-Kanal, wo du anzünden und abfackeln, oder? Ich möchte gerade aus dem Fenster springen. Aber vielleicht noch, was so direkt in Demokratie. Ich bring jetzt eine News, ohne angeteasert zu werden. Was ist das? Er zeigt mir gerade irgendwie Nachrichten. Ich habe nur euch die Startseite runtergescrollt. Aber ist egal, lass mich die Nachricht bringen. Was? Was denn jetzt hier? Ist das noch irgendwie? Direkte Demokratie und Klimawandel funktioniert. Ja, vom 30.10. Was? Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Was? Es nochmal? Funktioniert. Was? Ihr hört mir jetzt zu, oder? Habe ich jetzt aufmerksam? Ich möchte gerne noch, Ace hat mir gerade gezeigt, es gab eine Meldung zum 1,5. Ich habe nur jetzt die Überschriften durchgescrollt. Ja, ich habe die Überschriften durchgescrollt, ja. Also, direkte Demokratie, Klimawandel bekämpfen, im Öffentlich-Rechtlichen funktioniert. Wir gucken nach Holland, wir gucken auf Extinction Rebellion, also quasi die in Holland in Autobahnen blockiert haben. Bis am Ende mehrere tausend Leute da jeden Tag auf der Autobahn waren und die Autobahn um Den Haag, die Hauptstadt, blockiert haben mit der Forderung, nur mit der Forderung, dass sich quasi das Parlament mit Klimaschutzmaßnahmen auseinandersetzt, beziehungsweise die Regierung, und die haben es geschafft. Also es wurden ganz viele Leute verhaftet, ne? Also die, da gab es auch richtig drauf und so. Aber letztendlich hat diese Protestform, Straßen zu blockieren und sich auf Straßen zu kleben, dazu geführt, dass das Parlament sich damit jetzt beschäftigt. Ob dabei was rauskommt, nächste Geschichte, ungeschriebenes Blatt, müssen wir mal im halben Jahr drauf gucken. Aber diese Graswurzelbewegung, wir fordern von unten heraus, das ist das, was ich vor einer Stunde gesagt habe, kleine Gruppen haben einen Impact und müssen nicht auf den Kapitalisten warten, dass der was ändert. Das ist aber Direct Action und nicht direkte Demokratie. Ja, aber es ist quasi, Leute beteiligen sich an der Willensbildung im Volk. Ja. Also, ja. Eine gute Nachricht. So ein bisschen schon, und es ist eine gute Nachricht. Auf jeden Fall eine gute Nachricht, das auf jeden Fall. Letzte Generation, der nächste Kleber geht auf mich. Los geht's. Auf jeden Fall. Du hast vorhin über diese Stromtrassen gesprochen, ne? Die gehen ja alle noch durch Frankreich. Wisst ihr eigentlich warum? Oh oh. Warum der Strom sich immer den Weg... Ich muss kurz raus. Der ist so gut. Ihr sagt schon. Na, das ist ja genau wie mit dem Wasser. Da wird ja auch alle Flüsse fließen. Der Weg des geringsten Widerstands. Die Frage war, darf man Witze über Frankreich machen? Und es kam, ja, auf jeden Fall. Über Frankreich darf man Witze machen. Ja? Ja, hallo. Über Israel? Nee, gerade nicht. Jetzt Humor hat also was also, mit Timing nein, zu tun. Ich kann ja mal vorweggreifen. Ich weiß nicht, aber ob darf wirklich das richtige Wort ist in der Frage. Dürfen. Also das ist natürlich irgendwie eine darfst Kategorie. Du es, aber solltest du das tun? Ja, das ist... Das ist eine gute Frage. Ja. Wollen wir zu Humor rüberspringen? Soll ich noch einen kleinen Transition-Witz erzählen? Ja, war schon gut. Ich liebe ihn. Ja, ich habe noch einen, aber den kann man auch gerade nicht erzählen. Der passt auch wirklich nicht mit. Ja. Aber du kannst jetzt nicht teasern, du hast einen Witz. Doch, kann ich machen. Und dann, nee, das kannst du nicht machen. Aber ich kann... Du hast bestimmt noch einen Witz über Frankreich. Ich habe auch noch einen Fragen. Na klar, natürlich. Den kann ich auch nicht erzählen. Mir ist auch noch einer eingefallen. Ja, doch, warum hat die komplette französische Flotte Glasböden bei den Schiffen? Damit immer jedes Boot den Rest der Flotte im Blick hat. Der geht ein bisschen anders, aber ich... Ja, du hast dich auch eingelesen, oder was? Nee, wir hatten ja schon mal, wir haben uns ja schon mal kaputt gelacht. Aber hoffentlich nicht hier, das war dann schon nach der Sendung, oder? Ja, das war nach der Aufnahme. Ja, also mein Thema ist wirklich Humor und es hat mir Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, auch weil ich mir dieses Lisa Eckert-Interview Sternstunden im Schweizer Fernsehen angeguckt habe. Also die ist zwar irgendwie, die ist intellektuell wirklich krass drauf. Wer ist denn Lisa Eckert? Na, so eine blonde, an den Seiten, zumindest an einer, abgerasierte 30-Jährige, die zwei Bücher geschrieben hat, ein Kind bekommen hat und irgendwie richtig polarisiert und... schon mal für, ich weiß nicht, Fran, du hast den Aufreger damals mitbekommen.
Ich weiß es immer noch nicht. Ja, ich weiß jetzt, wie sie aussieht. Dass ich von ihr weiß, dass sie halt irgendwie so ein antisemitisches Programm hatte, aber ich habe mich nicht weiter mit ihr oder damit beschäftigt. Und sie wurde doch dann auch, also Böhmermann hatte doch diese eine Sendung irgendwie so nur im zweiten, wo er diesen ganzen furchtbaren Boomer-Humor irgendwie so auf die Schippe genommen hat. Und da war auch jemand dabei, die sie passiviert hat. Aber klar. Das ist so ziemlich alles, was ich über sie weiß. Okay. Ja, die hat auf jeden Fall gesagt, Humor ist die letzte Form des Trostes. Und das fand ich irgendwie einen geilen Satz. Mhm. Das ist auch ein ganz geiles Gespräch, was ich da mal angucken kann, finde ich. Ja, aber das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht primär von ihr. Das ist ja ein jüdisches Grundprinzip. Also im Grunde. Humor kommt. Habt ihr eine Ahnung, wo das herkommt? Also wo der Wort Stamm so herrührt? Aus dem Lateinisch natürlich. Und zwar steht es für... Das war ich nicht, tut mir leid. Nein, also es kommt hier von Humidity, Feuchtigkeit eigentlich, Humor. Feuchtigkeit. Ja, und war so Teil irgendwie in dieser, Fran, du kennst es vielleicht, die Temperamentenlehre. Würde jetzt zu weit führen. Das war damals so eine ganz neue Herangehensweise an Psychologie. Vielleicht sogar die erste. Also aber eher krude als wirklich nachhaltig. Sigmund Freud kommt nochmal. Also es gibt, muss man sagen, keine einheitliche wissenschaftliche Theorie des Humors. Gibt's nicht. Gibt's kenn niemanden, der irgendwie gesagt hat, so ist jetzt hier die Humorwissenschaft. Es gibt drei Haupttheorien, die man so mittlerweile, auf die man sich einigen kann. Einmal die Entladungstheorie von Sigmund Freud. Entladung heißt, Humor dient dazu, psychologische Spannung und Hemmung aufzulösen. Du kannst übers Lachen, das war damals so eine Lesart, übers Lachen irgendwie aus Dinge ausleben, die du vielleicht so der Zeit damals 1900 in Wien vielleicht sonst nicht richtig rausbekommen hast aus dir. Inkongruenztheorie. Wir reden über Humor und über drei Haupttheorien. Inkongruenztheorie, also nicht Übereinstimmung. Wir lachen immer dann, wenn ein überraschender Wechsel zu einer anderen, meist trivialeren Sichtweise stattfindet. Also eigentlich so wie jeder Witz. Auch, also Wortwitze fallen darunter halt irgendwie. Es gibt so eine Ebenenverschiebung. Es geht irgendwie geradeaus, plötzlich kommt eine Überraschung oder es wird ein Zusammenhang gesetzt, aber irgendwie passt es nicht zusammen. Und es überrascht da und ist dann quasi die Pointe in dem Moment. Und dann gibt es die Überlegenheitstheorie. Die geht bereits auf Aristoteles zurück. Es wird gesagt, dass wir in den Situationen lachen, in denen wir uns einem Mitmenschen gegenüber überlegen fühlen. Also zum Beispiel beim Missgeschick. Aber nach heutigem Stand ist das nur Teil von Humor. Also das ist wirklich nur, aber gibt's. Ich glaube, ich würde mich mit der zweiten Theorie am meisten identifizieren. Ja. Mit der ersten aber auch ein bisschen. Weil es hilft ja auch so ein bisschen Stress abzubauen, oder? Und auch Gemeinschaft zu bilden, irgendwie über das Gleiche zu lachen. Na, auch ein Trost irgendwie, sich dann in was, worüber wir uns, wenn wir hier nach der Sendung noch sitzen oder nach der Aufzeichnung und dann wieder mal an der Welt verzweifeln, dann gibt's auch irgendwie einen Spruch und dann, ne? Mhm. Ja, also man muss halt einfach, ich beschäftige mich sehr viel irgendwie mit der ganzen Scheiße, man muss auch einfach zwischendurch mal den Humor in der Lächerlichkeit finden irgendwie, sonst dreht man einfach durch, sonst funktioniert das nicht mehr. Also, so also ist Humor auch ein Coping-Mechanismus? Das heißt nochmal Coping? Auf jeden Fall. Was ist nochmal Coping? Coping, ein Bewältigungsmechanismus. Mhm. Mhm. Na, das ist ein Bewältigungsmechanismus. Henny hat mir erzählt, dass er bei seinem Frankreich-Urlaub ausgerutscht ist mit dem ganzen Equipment und komplett voller Matsch war und hat dann auch aber erstmal eine Minute rumgelegen und ich lag einfach mitten im Schlamm in so einer Salzschlammwiese, also die halt immer so ein bisschen so wie an der Nordsee so ein bisschen so ausgerutscht. Und halt so mit Rucksack auf und dann fühlt man sich so, wenn man auch ein bisschen dicker ist, so ein bisschen nach Schildkröte. So. Und ob du dann gleich aufstehst oder halt erstmal über dich lachst, es macht keinen Unterschied. Aber fühlt sich halt gut drüber lachen. So. Genau, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte vorhin auch, ich hatte ein komisches Problem am Computer und ich habe das nicht hingekriegt und jetzt habe ich mich aufgeregt und irgendwann, weil es so affig war, ich immer wieder selber geklickt habe und nichts passiert ist. Es war einfach so sinnlos. Irgendwann habe ich angefangen darüber zu lachen und plötzlich hatte ich auch nicht mehr so eine schlechte Laune und ja, dann
fiel es mir irgendwie viel leichter, damit umzugehen, dass das alles gerade überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und war das dann auch so ein hysterisches Lachen? Bisschen? Am Anfang schon, aber dann wurde es halt auch ein echtes Lachen, weil halt einfach die Lächerlichkeit der Situation dadurch so preisgegeben wurde. Das wird wahrscheinlich bei Henny ähnlich gewesen sein, ja, in seiner Schildkrötensituation. Ich habe das auch schon erlebt. Ich lag auch schon wie eine Schildkröte irgendwo. Und das, soll ich mich denn jetzt darüber aufregen? Ist doch nee, das bringt so gar nichts. Auf jeden Fall lass es dann. Das ist und ich hätte auch gar keinen Stress, wenn Ace, der mir gerade ins Wort gefallen ist, daneben stehen würde in der Situation und einfach anfangen würde zu brüllen vor Lachen. Ja, auf jeden Fall. Einfach so kurz checken, so eine halbe Sekunde checken. Lebt er noch? Lebt er noch? Irgendwas gebrochen? Nein, okay, lachen. So. Was wir beide schon, wäre für mich vollkommen easy. Was so, wir wirklich beide schon gemeinsam über dich gelacht haben, oder? Ja. Sportunterricht. Musikunterricht. Im Klassenraum einfach. Im Klassenraum. Mit so einer Federmappe. Und ihr kennt so eine längliche, hochgeworfen und soll sie einmal drehen oder so. Dann sind irgendwie drei Umdrehungen geworden und zwei Reihen weiter. Irgendjemand auf dem Kopf. Scheiße. Ja, da der haben wir gelacht. Der Humor, den Henny jetzt beschreibt oder beschrieben hat mit dem Hinfallen und über sich selbst lachen, ist aus gesundheitspsychologischer Perspektive tatsächlich eine Form der Umdeutung. Also es ist einem etwas passiert, was eigentlich nicht so toll ist. Aber man hat keinen Ressourcenverlust erlitten, niemand ist gestorben, niemand ist verletzt, nichts ist kaputt gegangen. Und es ist tatsächlich ein Mechanismus des Gehirns, dann zu sagen, hey, dann lach einfach drüber, nimm die Situation an, wie sie ist, und dann führt das Gehirn eine Umdeutung durch, die letztendlich dazu führt, dass man über sich selbst lacht, weil eben nichts passiert ist. Mein Gehirn macht das hervorragend. Danke dafür. Das ist auf jeden Fall gesund. Das ist ein gesunder Mechanismus. Würdet ihr mitgehen und sagen, Humor liegt eine Art des Scheiterns inne? Kann. Also vielleicht sogar Zwangs. Also ist jetzt, keine Ahnung, lass uns diskutieren. Ist es jetzt, kann man das so als Prinzip für Humor anwenden? Wenn es um Frankreich geht, ja. Ich verstehe überhaupt nicht wirklich, was das bedeuten soll, um ehrlich zu sein. Also in Bezug auf Frankreich natürlich schon, aber. Das ist einfach so gut, Mann. Wow. Toxic as fuck. Aber jetzt diesen Spruch als. Oh Gott. Ihr hört Henny lachen. Ist auch so ein Entlastungslachen, so den Zweiten Weltkrieg verarbeitendes Lachen. So irgendwie. Da hätte ich auch noch einen, aber den kann ich nicht erzählen. Los, komm. Das ist jetzt zum dritten Mal. Das geht nicht. Muss mit aufhören. Okay, na gut, okay. Weißt du, Frankreich passt und es ist wirklich auch nur in Frankreich passiert. Genau das, was ich jetzt hier mache. Und zwar, Fran, weißt du, wie in Deutschland eine Auster öffnet? Wie in Deutschland eine Auster öffnet? Ja. Keine Ahnung, nee. Aufmachen! Den verstehe ich aber nicht wirklich. Was auch irgendwie, weiß nicht, also das ist jetzt natürlich, es greift mal vorweg, so worüber kann man lachen und worüber nicht. Aber ich noch mal kurz zu diesem Scheitern. Fragen, das macht glaube ich nur Sinn, wenn du live dabei bist. Also auch hier an die Zuhörerinnen. Für Ace hat es auch keinen Sinn gemacht, aber es ist egal. Nein, okay. Hast du verstanden, aber. Ich vertraue Ace von allen Anwesenden am meisten. Auch wenn ich sein Gesicht die ganze Zeit nicht sehen kann. Komm runter auf mein Niveau. Wir entlasten uns, glaube ich. Bei Witzen. Irgendwie. Wie auch immer. Aber ich glaube, es ist eine Entlastung. So eine Pointe. Irgendwas fällt da von uns ab. Lachen ist gesund, natürlich. Also es kann, Humor hat ja ganz verschiedene Funktionen. Vielleicht auch gar nicht, wenn man, sorry, dass ich unterbreche, aber es geht nicht ums Lachen hier vielleicht bei dem Ding, sondern einfach auch, wenn man eine Pointe hört und da ist irgendwie was, also vielleicht gar nicht so richtig, so super witzig findet, dass man lacht, aber vielleicht so ein bisschen schmunzelt. Ja. Okay. So super, ja. Wenn es super clever ist. Oder Humor so, kann verschiedenste denke, Funktionen ja haben. Es gibt Humor, der beispielsweise, was Henny beschrieben hat, also auch eine Form des Stressabbaus ist, nachdem man festgestellt hat, eine Situation war zwar unvorteilhaft, aber nicht schadhaft. Es gibt natürlich auch bösartigen Humor, der dazu dient, auszugrenzen, stigmatisieren und so weiter und so fort. Aber Humor hat ja ganz viele Komponenten.
und kann auch komplett gutartig sein und kann auch Situationen beinhalten, in denen nichts schiefgegangen ist oder niemand gescheitert ist. Also. Also hier in meiner Recherche hat auch jemand gesagt, wenn man dann selbst für solche Situationen gewappnet ist, fühlt man sich besser. Also man muss gar nicht mal selber irgendwie sich über jemanden lustig machen, großartig, sondern einfach, weil in dem Witz, ja, wir müssen jetzt nicht diese Frankreich-Keule schon wieder schwingen, aber denkt euch irgendeinen Witz aus oder überlegt euch, was könnte witzig sein, das dann mal durchlebt zu haben, auch wenn das so paradox ist, ist dann für die Zukunft vielleicht ein ganz gutes Gefühl. Ich habe quasi ein Ding abgearbeitet an unvorbereiteten, paradoxen Wendungen in einem Leben. Ich habe das so mal quasi durchdacht, habe auch drüber gelacht und bin deswegen besser vorbereitet auf das, was jetzt noch in Zukunft kommen kann in meinem Leben. Das ist sozusagen ein Geschenk der Möglichkeit, das mich reifen lässt und größer werden lässt für das, was noch kommen wird. Das habe ich hier. Das ist ja also ein sehr. Fran, was sagst du denn? Du guckst hier so wirklich philosophisch gerade. Nach oben links, das ist ja Wahnsinn. Entrückt. Ich war nach oben links. Ich weiß, du willst nicht wissen, wer da hängt. Oh Gott. Jawohl. Hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Richtig. Oh Mann, ey. Hattest du das jetzt, ich habe den Anfang kurz nicht mehr gekriegt, hast du das irgendwo gelesen? Ist ja, das eine Theorie? Ja, das habe ich irgendwo gelesen. Das habe ich mir nicht selber zusammengereimt. Das ist echt spannend. Ja. Ja, durch die Erhabenheit über das Paradoxe, sagt er. Die Erhabenheit über das Paradoxe. Ja das stimmt schon, man ist, ob einen das wirklich darauf vorbereitet, interessant. Frage ich mich, ob man das irgendwie testen oder empirisch in irgendeiner Form herausfinden kann. Ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Das wär, ob Menschen, die Humor haben, besser fürs Leben gewappnet sind. Aber würde das gehen, irgendwie das zu begleiten? Keine Ahnung, ob man da neurowissenschaftlich, also fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein, weil ich das auch noch nie drüber nachgedacht habe, aber wenn man da länger drüber nachdenkt oder Ahnung hat, fällt da bestimmt was ein, wie man das machen kann. Ich bin nicht sattelfest in dem Thema, aber mit dem, was ganz am Anfang da war, dass das ein Coping-Mechanismus ist, macht das ja durchaus Sinn, dass ich da einfach, wenn ich quasi Humor auch auf mich selbst anwenden kann, einfach viel mehr mit auch Extremsituationen vielleicht umgehen kann, die mir auch unangenehm sind, weil ich halt das als Coping-Mechanismus gelernt habe, zu verwenden. Und das mich dann weniger stresst und so. Also. Lisa Eckert sagt, um jetzt mal in eine andere Richtung zu schwenken beim Thema Humor, der Witz, der niemanden kränkt und trotzdem noch jemanden zum Lachen bringt, ist noch nicht erfunden. Das stimmt ja nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee, das ist totaler Quatsch. Das ist eine Ausrede für faule Witze. Und genau darauf wollte ich hinaus irgendwie. Wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal das Ding, nee, den Witz kann ich nicht erzählen. Warum gibt es denn Witze, die man nicht erzählen kann? Es gibt nämlich, das ich finde, es bei Humor und Witzen ist es einfach ganz wichtig, wer ist das Ziel des Witzes? Über wen wird gelacht oder lacht man mit irgendjemandem? Und ich finde, es gilt nicht nur für Satire oder für Comedy, sondern für Humor generell, dass Humor halt punches up und does not kick down. Also man schlägt nach oben und tritt nicht nach unten. Und ich finde halt, sobald Humor nach unten tritt, verstehe ich einfach nicht mehr, was daran lustig sein soll. Also weiß ich nicht, wenn jemand über einen Witz, der nach unten tritt, lacht, dann weiß ich schon, ja okay, muss ich jetzt nicht unbedingt weiter rumhängen mit der Person, also macht es mir einfacher, irgendwie solche Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich halt einfach wichtig zu beachten bei Humor. Jetzt hier irgendwie sich selbst lachen oder mal darüber lachen, wie furchtbar die Welt ist, wie absurd alles ist, das ist ja alles richtig und wichtig und gut. Aber ich finde, man sollte trotzdem aufpassen, dass man niemanden Schwächeren dabei verletzt. Also natürlich kann ich Witze über die Bundesregierung oder die Politik von irgendjemandem machen, aber muss ich Witze darüber machen, dass irgendein Politiker dick ist? Mache ich mich damit über seine Politik, über seine Inhalte lustig oder mache ich mich damit einfach nur über alle dicken Menschen lustig? Also über sowas sollte man vielleicht nachdenken bei Humor. Ja, die Eckert sagt halt so, nein, es ist ja komplett, die Freiheit wird uns da genommen und Witz muss frei sein. Ich kann die Position verstehen. Ich hatte die Position auch, wir hatten schon mal über das Thema geredet, verdammt,
ein Flashback. Die Position, dass Humor alles können und dürfen muss, hatte ich auch mal. Bin aber zugunsten einer Perspektive, die nah an Franz ist, davon abgerückt. Ich glaube prinzipiell, dass Humor sehr viel darf und dürfen muss. Zumal Humor historisch gesehen auch ein Mittel war, um an Machthabenden Kritik zu äußern, auf eine Art und Weise, die nicht frontal war, weil eine frontale Kritik potenziell mit ernsthaften Konsequenzen für das eigene Leben versehen war. Der Hofnarr. Ja, eben nach oben. Der Hofnarr. Eben, der hat sich ja auch nicht über die Bauern lustig gemacht, sondern über die Leute bei Hofe. Aber es gibt auch eine ganz wunderbare Doku über, die hieß, glaube ich, Humor unterm Hakenkreuz oder sowas. Also Humor zur Zeit des Dritten Reiches und halt gerade eben nicht auf den Nazi-Humor ausgelegt, sondern einen Anti-Nazi-Humor. Nur als kleine Empfehlung für unsere ZuhörerInnen. Klingt spannend. Humor unterm Hakenkreuz? Sowas in der Art. Ich bin weiterhin... Nee, Humor darf alles. Mit der einen Einschränkung. Humor darf alles. Du bist aber nicht Humor, sondern du bist Henny. Und darf Henny alles. Warte, die Einschränkung hast du nicht gehört? Vielleicht ist es manchmal clever, einfach die Fresse zu halten. Oh Leute, ey, was geht ihr euch denn so an? Nein, ihr habt es geht los hier. Pfeffi getrunken und die entwickeln sich echt. Efran ist ja uns nur zugeschaltet über Teams, aber hier drüben, da wo sich zwei Leute eine Kamera teilen, da geht's wirklich zur Sache. Könnt ihr ja, mal, ist gut, warte, das große Licht ausmachen hier? Lass mich doch mal bei Punkt. Nein, ich bringe uns mal bei Punkt, bevor du hier mit dem Licht rummachst. Licht. Genau, was ist denn jetzt die Ausnahme? Genau. Manchmal ist es einfach nicht angebracht. Ich durfte es trotzdem. Also ich durfte jetzt easy Witze über Israel machen und über Juden. Ja, es geht ja auch überhaupt kann ich easy machen. Dürfen. Und dann hole ich raus mit, es ist halt Humor. Ist es denn gerade clever, das zu machen? Oh nee, ganz und gar nicht. Wirklich nicht. Aber muss man es überhaupt machen? Nee, wenn ich Bock habe, mache ich das. Ist ja bei Humor überhaupt keine Dimension, die in der Fragestellung vorkommt. Wenn ich Bock habe, das zu machen, dürfte ich das jetzt. Wenn ich mir irgendwie seit dem 7. Oktober anhören müsste, dass ich gerade ein Gefühlsidiot bin, dann würde ich zustimmen. So vor einem Monat hätte ich gesagt, oh naja, gut, was ist los bei euch? So. Also es ist halt einfach auch situationsabhängig. So und in einem, und das kommt auch so ein bisschen nah mit nicht nach unten. Also wenn ich natürlich irgendwie explizit einzelne Menschen oder auch benachteiligte Gruppen dumm machen will, dann ist die Situation nie gut, ja, aber keine Ahnung, wenn ich Israel nenne, ja nicht einzelne Volksgruppen irgendwie doof, sondern halt irgendwie, dann bin ich ja auch gegen die Regierung, wenn ich da einen Witz mache. Ja. Aber es ist trotzdem gerade kein guter Zeitpunkt, so. Nee, und aber das ich ist halt dürfte. Immer das Ding. Wer ist das Ziel des Witzes? Das ist halt der Punkt. Und wer spricht den Witz aus? Genau. Und dürfen ist ja gar nicht die Frage. Wenn man sagt, was darf Humor, dann ist damit ja eigentlich gemeint so, was ist denn angemessen? So, warum sollte man denn jetzt Witze über Benachteiligte machen? Wer hat denn was davon? Na, keiner. Eben. Außer der billige Witz vielleicht mal. So, ja. Also Fran, du sagst schon, dass es wichtig ist, dass erstmal über alles Witze gemacht werden dürfen. Andersrum. Also... Du. Ja, na klar, was willst du denn machen mit Leuten, die irgendwie dämliche Witze machen? Willst du jetzt einsperren oder was muss man jetzt für jeden Witz, der irgendwie unkorrekt ist, 5 Euro Strafe zahlen oder was? Nee, aber dann weißt du halt einfach, okay, ist ein Arschloch, mit dem wir nichts zu tun haben. Ja. Und dann isolieren sich die Leute sozial selber, wenn sie das machen wollen. Also es ist ein bisschen wie Meinungsfreiheit. Ja, klar. Nur darf halt nicht... Nee, Meinungsfreiheit ist aber eingeschränkt. Ich darf in Deutschland, habe ich keine 100% Meinungsfreiheit, was richtig so ist. Genau, ich darf hier nicht Holocaust leugnen. Ja. So, da gibt es Länder, wo das so interpretiert wird. Wir haben da, glaube ich, einen gesunden Ansatz zur Meinungsfreiheit. So, absoluten Quatsch darfst du halt trotzdem nicht erzählen. So. Ja. Es gibt, um das nochmal zu präzisieren, es gibt ein höheres Recht. Das ist ein rechtsstaatliches Prinzip oder überhaupt ein Prinzip des Rechts, dass es durchaus Gesetze gibt, die aber durch andere Gesetze, eben das sogenannte höhere Recht, eingeschränkt werden können
Und darunter fällt beispielsweise auch Verharmlosung des Holocaust und so weiter und so fort. Also du darfst Witze machen, aber wenn du jetzt hier irgendwelche reißerischen Dinger über, keine Ahnung, Judenermordung, was auch immer, haust, das, dann gilt ja, das als die, Volksverhetzung. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall, sind wir uns, glaube ich, jetzt wird nochmal nachgeschenkt hier. Sehr gut. Also da drüben wird sich verbrüdert. Sehr gut. Fran, die... Alkohol hilft. Nicht. Was wir lustig finden, sagt viel über uns aus. Und ich finde, zu verhandeln... Ja. 100%, Mann. Zu verhandeln, ob das alle Beteiligten jetzt gerade witzig fanden oder nicht, ist dann unsere Aufgabe, auch im Witz. Das heißt, wenn jemand einen Witz macht, der unter die Gürtellinie geht und die Stimmung gerade gut ist, finde ich, ist es unsere Verantwortung, dann auch zu sagen, nee, war nicht witzig, Alter. Ja, was ich dann immer ganz gerne mache, ist die Leute zu fragen, was ist denn daran witzig, erklär mir das mal. Und dann kommen die, nämlich ins Stottern, weil sie dann plötzlich irgendwie solche Sachen sagen müssen wie, naja, Frauen sind halt dümmer als Männer und deswegen ist das witzig. Und das wollen sie dann so dann doch nicht aussprechen. Und das finde ich immer ganz praktisch in solchen Situationen, die daher fragen, was ist daran witzig? Also bestimmt nicht einfach. Aber Fragen über die Franzosenwitze hast du gedacht. Erklär mal warum. Ja, das sind Kollaborateuren, Dreckschweine, klar, lache ich über die. Im Gegensatz zu anderen Formen des Lachens stiftet Humor Gemeinschaft. Auf jeden Fall. Ja, Ironie, Spott und Zynismus dagegen sind Denkformen der Dekonstruktion und sozialen Eskalation. Auch das ist nicht von mir überraschend. Bitte nochmal den letzten Satz. Ironie, also ne, Humor und Gemeinschaft. Lachen ist sozusagen das, was alle eint, aber Humor nochmal in Abgrenzung zu Ironie, Spott und Zynismus. Dagegen sind Denkformen der Dekonstruktion und sozialen Eskalation. Oh nee, muss ich doch hier durchsprechen für Ironie. Weil Ironie hilft auch, wie war das Begriff, als Coping-Mechanismus. So, wenn gerade irgendwas scheiße ist, halt einfach das Lächerliche reinziehen. Also bei Menschen, also gegen Menschen gerichtet, würde ich der Definition, die du gerade vorgelesen hast, zustimmen. Aber bei Geschehnissen würde ich da widersprechen. Ich hätte jetzt Humor auch erstmal als Oberbegriff von allem eingestuft und alles andere irgendwie untergeordnet. Ja, das ist die Frage halt, ne? Also, aber ist Zynismus wirklich Humor? Nicht so richtig eigentlich. Und Ironie und Spott ist es, na. Also ich glaube, wir müssen hier an Schnittmengen denken. Es gibt durchaus Ironie und Zynismus, die Schnittmengen mit Humor bilden, ja. Aber es gibt auch eben Anteile davon, die offensichtlich nicht humoristisch sind. Also man kann auch zynistische Dinge auf eine sehr herabwürdigende Art und Weise nutzen, die dann definitiv kein Humor mehr sind. Aber ja. Also Denkform irgendwie. In den Humor einbauen. Es gibt ironischen und zynischen Humor. Genau. Also. Wie so kleine Pakete, die man da mit reinnimmt in seinen Witz oder in seine Pointe. Genau so. Und Spott ist halt das Gemeine, ne? Also dieses Haha, ja. So. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So. Das, ja, ich finde der Humor von Marc Uwe Kling ist zum Beispiel sehr zynisch. Entschuldige? Wie bitte? Von? Der Humor von? Ich sagte, der Humor von Marc Uwe Kling ist, finde ich, sehr, sehr zynisch, aber halt auch sehr, sehr bissig und treffend. Also. Das ist deine Humorempfehlung, das war auch noch quasi eine Idee, die man jetzt hier mal herumspielen könnte. Känguru auf jeden Fall. Känguru immer ist eine genial. Empfehlung. Ja, und wie heißt das andere? Quality Land 1 und 2 auf jeden Fall auch, aber Känguru definitiv, ja. Sehr zynisch, sehr gut, sehr. Bei mir ist Till Reiners. Till Reiners finde ich auch klasse, ja. Marc-Uwe Kling und Till Reiners, also mitschreiben jetzt. Hagen Räther, der Mann am Flügel. Ja, der mit den langen Haaren. Mit den langen Haaren, ganz genau. Also der ist zwar eher ein Kabarettist als ein Komiker, aber er benutzt auch eine ironische und mitunter zynische Form von Humor, um Punkte zu untermauern. Also er macht definitiv nicht nur Humor. Ich würde noch nicht mal sagen, dass er vorwiegend Humor macht. Er nutzt aber Humor auf bestimmte Arten und Weisen. Ja. Der ist auf jeden Fall genial.
Nanny. Es ist schwer für mich, ehrlich gesagt. In der deutschen Kulturlandschaft fällt mir keiner ein. Ich habe mehrere Twitter-Accounts, die sich mit dem Thema IT-Security humoristisch beschäftigen, weil IT-Security ist immer so ein bisschen schwierig. Jack, ich habe den Namen vergessen, Jack irgendwas, steht in den Shownotes, vielleicht auch nicht. Also halt so dieses, mein Berufsfeld, womit ich jeden Tag zu tun habe, in das Lächerliche reinziehen. So, da könnte ich mich immer bäumen. Das versteht, glaube ich, keiner. Außer Leute, die ich habe auch einen Online-Bekannten, der immer so einen IT-Humor postet. Und es gibt immer genau null Leute, die darauf reagieren. Aber er hört trotzdem nicht auf, das zu posten. Das ist geil. Schick mir das, ich würde lachen. Niemand versteht, was du schreibst, Alter. Das sind einfach nur Buchstaben. Ja. Vielleicht war dann, ich habe neulich, glaube ich, mit Alex so ein Video geteilt von so einem, irgendwie, der Security-Typ ist der Typ auf der Baustelle, der rumguckt. Und dann sind halt 5 verschiedene Leute auf der Baustelle, die halt so absurde Sachen machen, so kurz fast in die Kreissäge reingreifen, komisch irgendwie Leuten mit hämmern und da steht da einer daneben und dann im letzten Schlag kriegt er halt einer auf den Kopf ab. Und das ist so ein bisschen der Security-Mann. So, eigentlich sollten sie es besser wissen, aber sie hauen sich trotzdem auf die Fresse. So unabsichtlich. So. Bei Instagram habe ich auch gesehen, können wir eigentlich mal als Spiel dann aber nach der Aufzeichnung spielen. Haha, also, ne, wie so lachen. Man fängt an, das machen alle gleichzeitig. Wir machen gleichzeitig zuerst ein Ha. Also, bei 3, 2, 1. Ha. Und dann machen wir das quasi mit 2 Ha's. 1, 2, 3. Ha. Und dann macht man das immer weiter und irgendwann fängt man dann von automatisch an zu lachen, weil es einfach, ja, keine Ahnung, und dann wieder so absurd ist. Lach-Yoga. Ja. Aber die haben nicht runtergezählt. Das war dann irgendwie, haben so nacheinander gemacht und das war. Ja. Ich weiß auch, dass wir vor 20 Jahren war halt hier Stefan Raab und mir ist Ingo Appelt und solche Leute. Oh, das finde ich heute so gar nicht mehr lustig. Echt, wirklich. Michael Mittermeier habe ich noch nicht. Oh, Michael Mittermeier. Ja. Also, Fragen, du hast es einfach gerade schon gesagt. Könnt ihr bitte einfach aufhören? Weißt du, geht bitte einfach normal arbeiten. So, hört einfach auf, eure Scheiße zu machen. Ja, Dieter Nuhr hat irgendwann vor 20 Jahren mal gesagt, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten. Und jetzt hält er sich an seinen Schlossensatz nicht mehr und macht genau das die ganze Zeit. Ja. Also, irgendwann. Er nimmt halt an, dass er Ahnung hat. Das ist genau der Punkt. So die Selbstkritik ist natürlich ein entscheidender Faktor, auch des Humors. Und naja, aber wenn du von dir selbst sehr überzeugt bist, tendierst du vielleicht auch gar nicht mehr dazu, humoristisch zu sein. Ich finde es eigentlich mit Dieter Nuhr einen schönen Schluss. So. Direkt mal. Oh, ich nicht. Nicht? Nee. Warum nicht? Da war ich noch eine gute Nachricht. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch richtig, eine Ja, stimmt, ich ein Glück. Mitgezählt. Und auch so. Einfach, nein. Dieter Nuhr ist nie ein Ende. Er muss jetzt ein Ende finden, aber nicht in unserem Podcast. Okay. Ich habe nur gerade hier auf die Zeit geguckt. Wir sind wirklich schon lange unterwegs hier. Ja. Jo. Wir haben 6 Stunden Aufnahme, wir werden 4 Stunden Witze rausschneiden, die Alex uns jetzt noch erzählt. Aber ihr nein, du hast völlig recht. Mit Dieter Nuhr aufzuhören, so eine Sendung würde dem gar nicht gerecht werden. Ich möchte das zurückziehen. Ich war nur kurz panisch, dass wir zu lang werden. Henny, du hast noch eine gute Nachricht. Und, ja, genau. Sie ist eine kleine gute Nachricht, aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut. Und zwar. Warte, ich muss scrollen. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass du hier mit Dieter Nuhr ankommst. ihr merkt, ich bin. Oh, und hier dieser Pfeffi, der ist für die Aufmerksamkeit, wenn ich so ganz ehrlich bin. Also, im Jahr gibt es durchschnittlich 130.000 Strafanzeigen wegen Schwarzfahren. 2000 Menschen sitzen in Deutschland im Gefängnis, weil sie quasi die 60 Euro für Schwarzfahren nicht bezahlen konnten, weil sie einfach kein Geld haben. 2000. Also das ist quasi Ersatzfreiheitsstrafe. Es ist so absurd. Weil durch die ganzen Mahngebühren und so das irgendwann so hoch wird, dass du dann irgendwann, das ist totaler Quatsch. Und das kostet ja auch, das ist auch. Es ist wirklich dumm. Also da kommen wir auch nochmal 10 Minuten drüber, aber nicht heute. Die Stadt Düsseldorf, die Landeshauptstadt NRW, hat sich dazu entschieden, Schwarzfahren nicht mehr anzuzeigen. Nice. Du musst die 60 Euro noch blechen, aber quasi es wird kein Strafverfahren mehr.
initiiert. Und die Strafverfahren sorgen dafür, dass wenn du quasi öfters erwischt wirst, wird dir halt irgendwann dieses Leistungserschleichung unterstellt und kommst deswegen in den Knast auch. Oder halt Ersatzfreiheitsstrafen, also Geldstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafen. Also Düsseldorf hat schon verstanden und es ist der erste kleine Schritt, ganz kleine Schritt hin zum fahrscheinlosen oder nennen es kostenlosen ÖPNV. Herzlichen Glückwunsch, Stadt Düsseldorf. Wirklich aufrichtiges Respekt. Dass das nicht in Leipzig passiert oder in Berlin, finde ich ein bisschen schade, aber Düsseldorf, gutes Beispiel. Und was ist, wenn du es nicht bezahlst? Keine Ahnung. Aber das Strafverfahren hilft schon mal wirklich, weil du quasi durch dieses andauernde Strafverfahren halt in diese Leistungserschleichungskategorie reinkommst und dann halt noch eine Strafe extra kriegst, unabhängig von diesen 60 Euro, weil es quasi ein richtiges Strafverfahren ist vor Gericht. Du wirst dann nochmal, du musst 60 Euro bezahlen und musst vor Gericht und dieses musst vor Gericht und kriegst da nochmal eine Strafe on top. Also es ist mehr so eine Ordnungswidrigkeit vielleicht. Das ist einer der Punkte gewesen, die vor einiger Zeit mal diskutiert wurden, dass man eben dem Schwarzfahren den Straftatbestand entnimmt und es zu einer Ordnungswidrigkeit macht, weil das dann eben nicht mehr die Konsequenz mit sich bringen würde, dass man eventuell eingesperrt wird dafür. Aber das ist noch nicht auf breite Zustimmung gestoßen. Und es war tatsächlich ein fraktionsübergreifender Beschluss von FDP. Da habe ich gedacht, ihr wollt mich verarschen? Was ist los bei euch? What? Ja! What? Grün, SPD, Linken und der Klimafraktion. Also quasi Fridays for Future da im Stadtparlament. Jetzt würde mich interessieren, wer ist da noch in dem Stadtparlament und wer hat dagegen gestimmt? Kannst du mir das sagen? Eine fehlt ja auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob die AfD drin ist und dass die anderen Konservativen, die halt schwarz und so. Gut. Die Alternative mit Substanz. Die Alternative aber normal. Das Am 17.07. Die AfD ist im Stadtparlament. Ganz und auch die Volt. Ach, die Volt? Ja. Diese europäischen Jugendunternehmen. Let's not talk about it. Aber nach der Auflistung, die Henny eben gegeben hat, wäre es eben die CDU, die AfD und die Volt, die nicht damit einverstanden war, das Schwarzfahren nicht mehr als Kraft hat. Und das ist absurd. Ich meine, das ist ja im Grunde, wenn man falsch parkt oder so, ja. Dann kostet das genauso viel, aber das ist keine Straftat. Das heißt, jemand, der eigentlich die klimafreundlichere und allgemein gut verträglichere Transportmöglichkeit benutzt, muss für eine Ordnungswidrigkeit gegebenenfalls in den Knast und jemand, der sein Auto auf dem Fahrradweg parkt, nicht oder wie? Also das ist halt einfach auch total unverhältnismäßig. Also der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat vor einem Jahr angekündigt, dass er in diesem Jahr 2023 prüfen möchte, im Strafgesetzbuch kritisch prüfen, welche Tatbestände noch zeitgemäß sind. Ja, also auch auf Bundesebene passiert da noch vielleicht ein bisschen was. Ja. FDP. Ja. Erstmal Buberts freigeben, oder? Los geht's. Ja. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Buberts freigeben. Und in Leipzig die Projektstadt. Ich glaube daran noch nicht, Henny. Dass hier wirklich Leute legal Kiffe kaufen können, das passiert doch nicht in Deutschland. Doch. Ey, du kannst doch schon CBD-Gras kaufen. Ja, CBD-Gras ist aber was anderes. Das ist aber so Quatsch. Ja, aber passieren? Ich meine, das ist doch schon mal der erste Schritt. Das wäre doch vor 10 Jahren auch noch gar nicht denkbar gewesen, dass du einfach in den Laden gehen kannst und das kaufen. Ja. Und auch es über die Krankenkasse zu bekommen, ist schon viel einfacher geworden. Also es geht halt einfach viel zu langsam und es ist total lächerlich und es ist absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass die USA einem da so weit voran sind. Also allein deswegen sollte man sich doch schon denken, oh Gott, wie peinlich sind wir eigentlich. Aber ja. In Singapur werden Leute noch hingerichtet dafür. Das stimmt allerdings, ja. Er hängt. Das ist einfach so absurd. Da habe ich jetzt im Podcast gelernt von Felix Lobrecht. Der war in Singapur für ein Goethe-Institut und hat das ja... Du kriegst doch mal... Er hat geschrieben, oder er hat gesagt, bei der Einreise in Singapur musst du irgendwie QR-Codes scannen dann am Schalter vom Flughafen und so. Und wenn du dann drin bist, kriegst du nochmal eine Push-Nachricht aufs Handy, wo dann nochmal gesagt wird, bitte dran denken, Medikamente und Drogen sind hier Todesstrafen mäßig, also auf Englisch geschrieben.
So, damit keine Überraschung kommt. Eine Push-Nachricht. Wir hauen jetzt den Kopf Handy, ab. So. Wie so eine Katastrophenmeldung. Sie sind jetzt in Singapur. Ja, herzlich willkommen. Sie haben Diabetes. Sie werden ja. Insulin. Dürfen Sie bestimmte nicht haben, Medikamente. Es wird passieren. Also ja. Wird passieren. Also, man investiert ja in der Gesetzgebung einfach nur einen Ist-Stand. Also, dass wir Leute wegen Bubberts einsperren, ist genauso Quatsch, dass wir Leute wegen Schwarzfahren oder dass es überhaupt Schwarzfahren als Wort gibt, einsperren. Also, das ja, klar. So. Die Bullen haben da ja auch selber überhaupt gar kein Interesse mehr dran. Also, wenn du hier durch Hamburg läufst. Die Bullen, das ist aber auch hier Strafbestand, ja. Das so zu nennen. Die Polizei. Ja, nimmst du zurück, ne? Meinst du nicht so, oder? Nein, das habe ich natürlich nicht so. Ja, ja, wenn du das zurücknimmst, muss ich jetzt treu sein und trotzdem Bullen sagen. Ja, dann, einfach, weil es ja statistisch gesehen einfach auch AfD wie das ist. Wie viel Euro ist das? Wir teilen uns das. Wir machen Fundraiser. Nee, ich bezahle es alleine, ist okay. Die Polizei interessiert es doch auch nicht mehr. Du läufst hier durch Hamburg und alle 2 Meter riecht es irgendwie nach Bubatz. Also von daher, die haben doch auch überhaupt gar keinen Bock da mehr drauf. Also jetzt mal abgesehen von Bayern oder Vereinzelte, wenn sie mal schlechte Laune haben oder so. Es ist doch totale Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Ja, das sieht die AfD aber nicht so und deswegen. Deswegen? Beschäftigen wir uns auch in der nächsten Folge mit der AfD und der EU. Das ist ja auch mal eine etwas größere Thematik. Da gibt es dann vielleicht auch die erste Nachfrage bei der Presseabteilung von der AfD. Da freue ich mich schon drauf. Aber das mache ich dann. Ich habe noch so ein kleines extra Projekt. Kannst du sie bitte fragen, was sie mit Volk meinen? Ernst, ich meine nicht gerade ernst. Ich würde gerne denen ihre Quatsch. Beschreibung von deutschem Volk und deutscher Kultur würde mich auch interessieren. Wirklich? Aber spätestens dann kaufe ich mir einen Panzer. Also wirklich. Spätestens dann kaufe ich mir einen Panzer. So heißt, glaube ich, die Sendung. Dann vor allem die Sendung, Alter. Das ist keine Sendung. Wir senden hier nicht. Nee, ja. Tun wir nicht. Wir nehmen eine Radiokassette auch. Genau, stellen Mixtape zusammen. Ja. Okay, also die AfD und die EU. Dann haben wir Basisdemokratie, Fran, erinnere ich das recht? Ja. Und dann? Ich hatte noch den Vorschlag, dass wir über AI reden. Fände ich, also ist mal wieder dran, finde ich. Und da kann auch jeder von uns unterschiedliche Aspekte beitragen, von dem, was unsere Spezialgebiete sind, finde ich. Finde ich gut. Ich möchte gerne bei einem der nächsten Podcasts mit euch über Google Street View reden. Google Street View? Das passt ja zusammen zu. Ja. Voll. Ist das nicht AI? Nee. Ja, das Blurring ist auf alle Fälle AI, da sitzt ja kein Mensch mehr. Also auch die Leute so aus. Es klingt erstmal nach einem recht langweiligen Thema. Manch einer wird sich jetzt denken: Google Street View, what the fuck? Das ist aber ein sehr witziges Thema und ist ein sehr deutsches Thema und deswegen möchte ich mit euch darüber reden. Okay. Ja, das ist doch ein gutes Argument. Cool. Ein deutsches Thema, da freuen wir uns drauf. Ich bereite gerne AI vor, weil ich der bin, der dazu eine Diplomarbeit geschrieben hat. Es hieß nur vor 20 Jahren anders. Sehr gut. War das NLP eigentlich? Nee, neuronale Netze, aber es ist die gleiche Idee. Ja, krass. Stimmt. Sehr schön. Damals hieß es so, ja, cool. Oh Gott, AfD und EU. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt wirklich lange durchgehalten. Oder ihr habt euch lange gelangweilt. Eins von beiden wird es gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch zu den letzten 2 Stunden und euch noch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr uns hört. Wir melden uns dann wieder bei Instagram. Da seid ihr ja fleißig dabei, wie wir jeden Tag feststellen. Wie viele Follower haben wir da? Das können wir so nicht verraten, weil dann der Hype zu groß wird. Ach so. Ja. Okay, Fran, was machst du heute Abend noch? Ja, keine Ahnung, vielleicht gucke ich noch einen Horrorfilm oder so. Ja, geil. Warte, die Frage ist nur, was ist der Beste? Es gibt nur eine Antwort. Aber was ist der Beste? Es gibt der beste Horrorfilm. Bin ich aber sehr gespannt. So. Ja. Das kommt auf meine Stimmung an. Nee, das kann ich so nicht beantworten. Was war das denn für ein Blick? Sag mal, Henny, welcher denn? Katzenauge. Ah. Oh, das ist ein Episodenfilm. Aber das ist der beste Horrorfilm. Naja. Ja, komm, sag einen besseren. Aus welchem Jahr ist der? Event Horizon. Das ist doch kein Horrorfilm. Event Horizon ist ein Science-Fiction-Horror. Okay, erst. Wreck. Die spanische Version von Wreck. Den kenne ich nicht. Event Horizon ist Platz 2. Bin ich bei dir. Genauso muss man eine Abmoderation einer aufgenommenen Sendung vornehmen. Deswegen jetzt noch einen vornehmen.
Gruß in die Runde. Schönen Abend. Tschüss. Macht's gut. Bald. Ciao. Thank you.